Sind wir denn schon zu sehen und auch zu hören? Chat, könnt ihr uns hören? Oh, wir hören den Chat. Mal was ganz Neues. Also ist es tatsächlich jemand im Chat, ja? Der auch bedauert, dass es keinen Chat gibt, aber versteht, warum es keinen Chat gibt. Also im üblichen Chat. Hast du dich mal kurzerhand einge... Ich habe da mal eben Bescheid gesagt, warum das heute etwas problematisch ist. dort im Chat der Hinweis kam, dass es keinen Chat gibt, gehe ich davon aus, dass wir gehört wurden. Das ist... Ne? Darum ging es mir. Es logisch. Ah, es geht schon los. Das erste Penis ist schon auf der Leinwand. Wunderbar. Und der Chat schreibt, also der nicht vorhandene Chat schreibt, dass der Chat uns hört. Also alles klar. Super. Dankeschön, der nicht vorhandene Chat. Es geht doch nichts über nicht vorhandene Sachen. Sehr gut. So. Ach, ich finde das so schön, dass wir uns endlich mal Auge in Auge... Ja, das machst du gleich am besten, wenn du ein bisschen was erzählst hier. Boah, morgen haben wir alle einen Fips, ich sag's euch. Ein was? Ein Fips. Was ist ein Fips? Eine Erkältung. Ach so. Oh. Den Begriff kannte ich. So. Genau, so ein bisschen wie Pfühlschau beim Sendegarten. Der Sendewintergarten. Der Sendegarten zu Hause. Ja, aber der wäre ja wenigstens ein paar Glas. Ja. Sendewintergarten. So. Egal. Wofür benutzen wir das? Für das Publikumsspiel. Nachher. Ah, okay. Gut, ich mach den Läufer. Jetzt spoilerst du aber. Dann wird mir warm. Du weißt gar nicht, dass wir ein Publikumsspiel haben. Du bist der Einzige, der... Was für ein Spiel. Ich war mit anderen Dingen heute beschäftigt. Du warst mit anderen Dingen beschäftigt. Zum ersten Mal, dass ich nicht gut vorbereitet bin auf die Sendung. Ja. Macht nichts, wir werden das alles locker... Wird schon irgendwie gehen. Ja, locker. Ach, du bist das. Was? Nee. Okay. Weißt du was? Wir fangen einfach an. Der nicht gut vorbereitet. Ach so, ja. Seid ihr auch nicht vorbereitet? Ja. Doch, die sitzen zumindest hier. So, wir sind klar... Okay, Technik gibt grünes Licht. Und wenn der Lars so nett ist, uns den Einleiter zu machen. Es ist der 11. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der ein bisschen vor sich hin snattert oder zittert oder schnattert oder wie auch immer. Denn der Sendegarten sendet heute live vom Podstock. Und es ist mehr so ein Gartenerlebnis, weil wir nämlich draußen sitzen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich in diesem Fall den lieben Lars. Hallo Lars. Ja, moin Martin. Wir sitzen uns Auge in Auge gegenüber. Das ist das, was ich am liebsten habe, wenn ich podcaste. Das ist total klasse. Neben ihm sitzt der Sebastian. Hallo, guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend. Winken funktioniert nicht im Audio. Ja, aber wir haben ja Video. Ja, aber wir sind immer noch in erster Linie und zuallererst und vorrangig und überhaupt ein Audio. Stimmt, darauf muss man immer achten. Das merke ich dann auch immer, wenn Podcast irgendwie Video oder das nur als Nebenprodukt, dann geht meistens irgendwas im Audio verloren, ne? Ja, irgendwas verschwindet dann. Verschwindet dann. So, wir sind wie immer nicht alleine und haben uns tatkräftige Unterstützung auf die Gartenbank geholt, die in diesem Fall ein Monoblockstühlchen ist, auf dem wir alle sitzen. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, den wir alle unter der Buddler kennen, Mirko Gutja. Guten Abend. Ein großes Hallo in die Runde. Hallo. Wunderbar. So, das ist das Team, was heute da ist. Und wir sind nicht deswegen in die Kälte gegangen, weil wir uns einfach mal sehen wollten. Natürlich wollten wir uns auch einfach mal sehen, sondern es gibt einen Grund. Wir sind auf Podstock. Podstock, das Barcamp, Podcaster-Festival, das Auge in Auge treffen. Und das ist ja... Lange angekündigt worden. Wir haben oft und viel darüber gesprochen, denn der Sebastian, der hier sitzt, der ist quasi im Moment Mr. Podstock, der Hauptorganisator vom Ganzen. Erzähl doch mal ganz kurz, was Podstock ist, für alle die es immer noch nicht wissen. Oh, die haben unsere Sendung ja gar nicht gehört. Podstock ist ein Treffen der Community, Hörer, Hörerinnen, Podcaster, Podcasterinnen und alle, die sich irgendwie dazugehörig fühlen, diese Verrücktheit, die sich so entspinnt, auf diesem Event mitzumachen. Also überhaupt keine geschlossene Gruppe, sondern offen für alles und ja, und jeden. Und ja, wir podcasten auf der Bühne, wie wir es jetzt tun. Dann, es gibt Workshops,
Wir haben Internet. Gut, da müsste man mehr drauf eingehen, warum das so besonders ist. Kurz. Ja, genau. Und ja, ansonsten habe ich was vergessen. Workshops, Bühnenprogramm. Ja, und viel drumherum. Gespräche natürlich, also so untereinander, sich einfach mal treffen, das Gesicht zur Stimme kennenzulernen. Ja, was man so halt auf Podcaster-Community und Podcasterinnen-Treffen so macht. Und zwar ein ganzes Wochenende lang, von Freitagabend bis Sonntagmittag. Genau, und für die Helfer und Helferinnen sogar mit Bonusaufbautag. Also ein Tag Null am Donnerstag schon. Genau. Den haben wir ja gestern gemacht. Soweit bis hierhin, so bist du zufrieden mit der Orga oder hat es irgendwelche größeren Probleme gegeben? Keine, die nicht gelöst worden sind, sagen wir es mal so. Also ja, es gab kleinere Probleme, aber davon auch einige, aber nichts, was jetzt unlösbar war. Okay. Aber ja. Super. Mirko, hast du von Podstock vorher schon mal gehört, bevor du jetzt hier auf die Bühne geholt worden bist? Nee, ich bin hier zufällig vorbeigefahren. Und, wie ist der Zufall so will? Der Zufall so will, so mitten im Mund zurück. Tatsächlich habe ich letztes Jahr schon vorbeifliegen sehen, da konnte ich nur leider nicht. Da war ich mitten in Ausstellungsvorbereitungen und dachte, wäre es jetzt gern dabei, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Was hast du denn letztes Jahr so an Wahrnehmung gehabt? Was hast du denn gedacht, was es denn eigentlich ist? Wenn man nicht hier ist, was nimmt man denn so aus der Entfernung wahr? Ich war ein bisschen insofern schon vorbereitet, weil man ja schon das eine oder andere Podcaster-Treffen mitgenommen hat. Es ist zwar immer ein bisschen anders, ein bisschen ähnlich, aber es sind ja immer doch dieselben Gesichter, die man wieder sieht, Gott sei Dank. Aber das Sorschied hörte sich sehr, sehr abenteuerlich an und ist das auch. zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen, wir haben im Hintergrund eine Tweet-Wall laufen und aus dem Publikum werden dort gerade schon nette Kommentare gepostet, da muss ich gerade ein bisschen lachen. Ihr seid so schön, steht da zum Beispiel. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. So. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich weiß auch nicht mehr, was du gesagt hast, aber egal. Wer warst du gleich nochmal? Das scheint irgendwie auf Podstock ein so Running Gag zu sein. Bühne des Vergessens. Was hast du? Wer seid ihr? Warum bin ich hier? Was für ein Ding? Alles, was auf dem Podstock geschieht, bleibt auf dem Podstock. Wird nicht versendet. jetzt habe ich den Martin sprachlos. Das ist schon gut. Der kriegt sich wieder ein. Das ist selten. So, die Frage war, was du wahrgenommen hast und dann hast du... Achso, ist sehr abenteuerlich, sehr Wildnis und das scheint sich hier zu bewahrheiten. Letztes Jahr war noch schönes Wetter, wie ich gehört habe. Ja. Das ist dieses Jahr noch in Vorbereitung, würde ich sagen. Mhm. Es wird noch kommen. Sonntag wird es schön, wenn wir abreisen. Ja. Das ist toll. Super. Ja, letztes Jahr hatten wir allerdings das Problem mit den Mücken. Ja. Die haben hier die Leute heimgesucht. Dieses Jahr haben die Mücken so viel Wasser auf den Flügeln, dass sie gar nicht fliegen können. Das ist perfekt. Okay, ich hatte jetzt aber schon seit gestern irgendwie 5 neue Mückenstiche. Okay, dann stimmt meine Legende jetzt auch schon wieder nicht. Okay. Ich dachte, die hätten jetzt einfach Platz gemacht für die großen Brummer, nämlich diese Hornissen. Was mir viel mehr Angst sind, die dicken Ameisen. Also an der Antenne, die ich draußen aufgestellt habe, können wir gleich nochmal drauf eingehen, haben wir so lange Erdschrauben benutzt und als ich die erste angesetzt habe, sind mir riesige Ameisen entgegengekommen. Das scheint mal ein Nest getroffen worden zu sein. Und immer wenn ich jetzt Akkus tauschen muss, dann kommen mir die nochmal entgegen. Also die lauern da quasi immer auf mich. Oh Gott. Die sind so fast so jetzt nichts von den Bären, die mir vorhin entgegengekommen sind. Wie sehen die aus? Die sind fast wie die Ameisen in Indiana Jones 4. Ja. Ach ja, ja. Nicht schön. Dann habt ihr einen Experten dabei. Was war denn gerade dein erster Tweet, den du abgesetzt hast, als du hier angekommen bist? Der erste Tweet war, Podcaster sind mit allen Wassern gewaschen. Und wenn noch nicht, dann bestimmt nach diesem Wochenende. Es regnet nämlich in Strömen. Insofern werden wir mal schauen, ob die ganze Konstruktion hier hält. Das hoffe ich doch mal. Sieht aber sehr gut aus. Na, wir haben ja zumindest ein festes Dach. Also unser Dach hält. Ich weiß nicht, ob es im Publikum noch so ist. Das ist heute Nachmittag in gemeinschaftlicher Arbeit mit, ingenieurtechnischer Akkuratesse ist das hier aufgebaut worden. Perfekt. Ich habe da, wenn jetzt kein Wind kommt, habe ich keine Bedenken. Sebastian, so selbst mein Provisorium, das du eben nicht als stabil gekennzeichnet hast, hält immer noch, wollte ich nur mal sagen. Wir haben die. Also hier halten alle. Wir haben Headset-Halter, so Fleischerhaken. Ja. Und diese Headset-Halter, die fallen halt immer vom Tisch und Sebastian hat sie einfach angeklebt. Ja. Und ich habe behauptet, das würde nicht halten, wegen Physik, wegen Gravitation und so. Aber es hält hier ist alles anders. Hier sind die Ameisen größer. Klebstoff hält besser. Ja. Sebastian, wir haben ja gerade schon das Opening gemacht hier vom
vom Sendegarten, nicht beinahe gesagt, jetzt habe ich den Schoko schon, nein, vom Podstock. Und wir haben gesagt, du bist quasi Mr. Podstock und wir danken dir ganz besonders dafür, dass du diese Orga angenommen hast. Und um besonderen Dank auszudrücken, habe ich dir etwas mitgebracht. Eine Original-Sendegarten-Mudose nur für dich. Wie funktioniert die eigentlich? Du benutzt die immer. Achso, schütteln? Nee, einfach nur drehen. Nein, achso. Nicht schütteln, mach die Kuhdorf nicht verrückt. Mach sie einfach nur. Wird die Milch sauer. Du musst die nah ans Mikro halten. Wie kriegst du die eigentlich so laut? Ich muss das noch üben. Mit Gefühl. Aber die eine ist irgendwie länger, oder? Also sind das halt unterschiedliche Versionen? Die sind, ja, es ist eine Manufaktur. Da sitzen kleine, zarte Zwerge im Garten und töpfern diese Töpfe und dann ist mal der eine ein bisschen größer und der andere ein bisschen kleiner. Das ist bestimmt eine Babykuh, oder? Möchtest du die andere haben? Die wächst noch. Das wird mit der Zeit immer länger dauern. Immer schön gießen, genau. Aber dann wissen wir wenigstens, wenn es kurz ist, ist es von dir. Entschuldigung, jetzt habe ich die falsche Kuh geschenkt. Verdammt. Nee, ich wollte gar nicht. Oder möchtest du doch nochmal? Ich meine, da hat ja keiner gesehen. Moment. Ist die besser? Okay, dann nimmst du die und dann kriegt das nachher, das Volk bekommt. Warte mal. Volk bekommt dann das. Mutdosen fürs Volk. Ja, Spoiler. Mudosen fürs Volk. Genau. Wollen wir mal gucken. Danke. Soweit, so gut. Und wir haben noch eins vergessen, nämlich wir haben vorhin das ganze Team aufgezählt und wir haben einen vergessen, nämlich den Mann, der für die Musik zuständig war. Genau, das können wir nochmal nachholen. Oh, ja. Martin, also der Metacarsten Martin, bekannt Martin aus dem Fritze aus Hamburg. Danke, ich habe den Nachnamen gar nicht parat. Ja, wusste ich, habe ich mich auch immer erst nachschlagen müssen. Genau, der macht den Metacast, deswegen ich assoziiere das einfach mit dem Podcast, das ist einfacher. Den hatten wir angesprochen, hatten wir im Sendegarten auch schon erwähnt und in unserem Podstock-Feed, dass er quasi spontan noch so ein kleines Soundschnipsel, Trailer, Intro gebastelt hat, was wir eben gehört haben und jetzt auch immer wieder hören werden in den Pausen. Das ist von ihm. Und da auch nochmal danke. Das hatten wir eben vergessen. Ja, unbedingt. Ganz herzlichen Dank. Das hat er ganz spontan auf dringende Bitte. Nein, ich habe ihn nur einfach gefragt, weil ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Musik, die man im Metacast hört, diese wunderbare Intro-Musik, die hat der Martin selber gemacht. Und da haben wir einfach gesagt, Mensch, kannst du nicht für uns auch was machen? Und dann hat er nicht Nein gesagt. Ganz herzlichen Dank. Wir könnten auch noch mal ein bisschen so machen. Genau. Alles klar. Dann lass uns doch mal gucken, was als neue Ernte eingegangen ist zur letzten Sendung. Da war doch was. Da war doch was. Ja. Diese Schafe schlagen durch. Da hast du auch gut was reingegeben. Da kommt die Mudose nicht gegen an. Nee, da kommt die Mudose nicht gegen an. So, ich muss einmal etwas ernster werden. Und zwar eine Rückmeldung, die mir gekommen ist. In der letzten Episode habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich bin ein bisschen politisch geworden oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich mich dazu hinreißen lassen, etwas zu den Sachen um den 11. September 2001 zu sagen. Ich habe da gesagt, dass mich das Ganze nicht so wirklich überzeugt, was da an offizieller Darstellung in der Welt ist. Und ich muss nochmal sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht mit etwas Verwunderung gehört haben, das ist eine komplette Einzelmeinung meinerseits. Damit hat weder das Podstock-Team noch das Sendegarten-Team irgendetwas zu tun. Ich habe da so Rückmeldungen bekommen, die da so merkwürdige Verquickungen ins Feld geführt haben. Wir haben das inzwischen auch geklärt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht andere Leute auch vielleicht so verstanden haben. Und ich möchte an der Stelle einfach mal die Rückmeldung geben, dass ich, und so wurde es dargestellt, nichts mit der Truther-Szene gemeinsam habe. Ich bin kein Truther, ich habe da keine Mission irgendwie zu erfüllen. Es tut mir leid, dass dieser falsche Eindruck entstanden sein könnte. Und falls es jemand so verstanden hat, nein, es ist nicht so. Ich möchte es nochmal hier ganz klar sagen, ich fühle mich keiner solchen Szene zugehörig und habe auch keine Wahrheit, die ich verkünden habe. Und wie eingangs gesagt, das war einfach nur meine persönliche Meinung. Das vielleicht nur zur Klarstellung. Und dann haben wir eine Zuschrift bekommen, und zwar vom Arvid. Der macht ja den Podcast Nachgedacht, podcast.de. Den hatten wir letztes Mal vorgestellt bei den Setzlingen. Das war noch so ein bisschen am Anfang. Und wir hatten, das hatte der Lars gemacht, wir hatten so ein bisschen Probleme, das zu greifen wegen diesem Reddit. Ne? Ja, es wirkte ein bisschen, ja, also
wenn man Reddit kennt, kann man wahrscheinlich mehr damit anfangen, habe ich gesagt. Und ja, also ich musste mich in einige Sachen erst ein bisschen reinfinden, um zu schauen, ah, das ist Humor, weil ich es eben einfach nicht kannte. So, und ja, ich glaube, in dem Kommentar steht drin, dass sie es wohl für ein bisschen besser zugänglich halten, aber es kann ja auch mein Problem gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Ich schreibe hier, ganz so kompliziert finde ich uns nicht, aber wenn Nachfrage besteht, dann werden wir auf unserer Webseite nachgedacht-podcast.de gerne eine Handreichung für Uneingeweihte veröffentlichen. Das ist doch sehr schön. Also mir hätte es wahrscheinlich wohl geholfen. Ja. Und sie haben inzwischen dann auch ihr nächstes Angebot, also ihre nächste Episode schon herausgebracht. Prima. Zumindest hat er mir das geschrieben am 6. August, das müsste ja inzwischen dann passiert sein. Wegen Podstock habe ich es im Moment nicht geprüft. Aber ich gehe da jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist. Also schon mal ganz herzlichen Dank, Arvid, und wir freuen uns natürlich auch über diese Rückmeldung. Falls ihr noch irgendwelche Rückmeldungen habt, nutzt gerne das Kommentarformular auf der Seite. Das ist das Einfachste, dann bleiben die Sachen auch schön gebündelt. Natürlich nehmen wir auch alle anderen Rückmeldungen über Twitter und sonstige Kanäle an. Sonst ist bei mir nichts eingegangen. Habt ihr noch irgendwas? 13 Grad Außentemperatur. Oh ja. Woher weißt du das so genau? Die Antenne hat auch einen Temperatursensor. Warum? Weil ich damit kann. Nein, weil ich die Temperatur natürlich überwache, auch im Innengehäuse, und da sind auch Lüfter. Und meinst du, das Sommer, ist notwendig bei 13 Grad? Im Sommer könnte es natürlich sein, dass es draußen wärmer ist als in der Box, aber ich glaube, ich wäre jetzt lieber in der Box. Schön am Lüfter. Ja. Ich bekomme also ab und zu hier so Wasser auf die Stirn. Kann es sein, dass es hier reinregnet? Nein. Übrigens, feuchte Aussprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses prasselnde Geräusch, das könnte ja der Mirko mal eben erklären. Er sagte, ich habe hier ein Störgeräusch auf den Kopfhörern, und dann stellte sich aber was heraus genau? Es ist regnet. Ja. Wir sitzen unter einem Blechdach und vor uns eine Plastikbauplane, also genug Fläche, wo eben Geräusche entstehen kann, was eben so sich anhört. Und wahrscheinlich wird auch Voriges rausrechnen, aber vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, und jetzt auf jeden Fall in der Live-Aufnahme. Das ist quasi unser Notstromgenerator vom Camp. Also dieses ist ein bisschen angenehmer als der. Das war ja auch ein Ding damals, genau. Ja. Super. Okay, wir kommen dann auf die Gartenbank. Und wir begrüßen dann noch einmal Mirko Gutjahr, der Buddler. Du bist der Einzige, sagen wir mal andersrum, Tim Pritlaff, der große Podcast-Papst, der ist ja mit Hinweisen und Tipps und so Pluggen und so weiter, ist er ja echt zurückhaltend. Aber du wurdest vor einiger Zeit oder schon eine Weile her ausdrücklich genannt. Wie hast du es geschafft, den großen Tim Pritlaff so zu beeindrucken? Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn das erste Mal getroffen bei einem der ersten Hörertreffen von Huxilla. Und ich wusste nicht, wer das war. Und habe ganz nett mit ihm geplaudert und dachte, was machst du so Schönes? Da, echt? Beim Podcamp? Nee, das ist schon ewig her, da habe ich noch gar nicht gepodcastet. Da gab es nämlich auch eine Situation in der Kaffeeschlange. Ja. Tim stand irgendwie vor mir, davor noch jemand, da drehte sich um und sagt, na, machst du auch Podcasts? Und ich hätte mich beinahe weggeschmissen. So, aber du auch auf dem Niveau. Super. Ist mir auch mal passiert, ja. Also, wie gesagt, ganz früh wahrscheinlich meine Podcast-Karriere beinahe schon zu Ende gewesen, bevor er angefangen hätte. Bannstrahl. Nein, so schlimm ist er ja gar nicht. Wir wissen, wie das mit Bannstrahlen ist. keine Ahnung, wie ich ihn da für mich gewonnen habe. Ich hoffe durch die Qualität des Podcastes oder einer der Podcasts, die ich mache. Das hoffe ich doch mal, dass es aus diesen Gründen war. Vielleicht lag es auch an den Bestechungsgeldern, die ich gezahlt habe. Man weiß es nicht. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass irgendjemand deinen Namen noch nicht gehört hat und überhaupt keine Ahnung hat, was im Podcastland du denn so tust. Aber was sind denn das für Podcasts, die du machst? Ich verrate mal ein paar oder zwei eigentlich, die ich kenne. Nämlich den Angegraben-Podcast und das Geheime Kabinett. Ich habe gesehen, beim Angegraben-Podcast hast du 28 Episoden gemacht, bei dem Geheimen Kabinett 92. Das scheint das Bessere oder das Interessantere oder was auch immer zu sein. Erzähl doch mal aus deinem Oeuvre.
Ja, also eigentlich ist angegraben das seriösere Format von beiden. Ich muss auch gestehen, dass es auch wieder dringend Zeit ist, dass noch eine neue Episode kommt. Die das letzte kam am 9. März 2016. Ich weiß, das ist lange her. aber es ist schon wieder eine Vorbereitung. Also ich schreibe schon wieder am Text. Ich versuche nur bei denen möglichst viel eigene Recherche auch noch mit reinzunehmen. Was sind die Themen da? Angegraben? Angegraben, sagt der Name schon. Es Buddler, geht um Ausgrabung. Ja, ich bin ja Archäologe von Beruf her und zumindest von der Ausbildung her. Momentan mache ich ja eher im Museum sozusagen. Aber es geht um archäologische Themen. Es geht um alle möglichen Fragestellungen, die sich so im Laufe meines Studiums, meines Arbeitslebens ergeben hat. Beispiel angefangen habe ich mit einem Zauberring, mit dem ich mal mit einem Kollegen zusammengearbeitet habe. Lustigerweise wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte. Ich bin jetzt wahrscheinlich wieder an einem Artikel mit einem Zauberring. So einen, wo man dreht und dann kann man sich was wünschen? Da verschwindet man. Sowas suchst du, genau. Erzähl mir. Nee, lustigerweise, wahrscheinlich ist tatsächlich die Idee von Tolkien mit dem Ring von einem römischen Zauberring hergekommen. Also in dem Fall geht es um mittelalterliche Ringe mit magischen Inschriften, die man nicht so richtig ganz gedeutet hat, was sie bedeuten. Es gibt da so ganz merkwürdige Zauberwörter, die man im Mittelalter immer wieder findet, ganz verschiedenen auch Gegenständen, nicht nur Ringen. Es gibt auch so Buchstabenkombinationen, bei denen nicht so richtig klar ist, wofür die stehen. Aber da bin ich jetzt gerade wieder dran an einem Stück, also jetzt von meiner Arbeit her. Mal gucken, ob ich es auch vor Podcaste, vielleicht wiederholt sich das zu sehr. Aber alle möglichen Themen, die mit der Archäologie zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ich schon spoilern soll, worum es bei der nächsten Episode geht. Wer hört hier da keiner zu? Nein. Das ist in deiner Hand gelegt. Podcast also ich persönlich habe mit Spoilern kein Problem, aber ich weiß, dass das hier nicht so... Es wird nämlich um das Thema das Schwert in Frauenhand gehen. Also ich sage jetzt nur mal einen Titel, mal gucken, was da Reaktionen gibt. Da gibt es, glaube ich, ganz spannende neue Erkenntnisse dazu, die anders sind, als man es jetzt erwarten würde, aber... da möchte ich tatsächlich ein bisschen mehr Recherche reinstecken, deswegen dauert es wieder ein bisschen länger, aber es kommt. Also der ist jetzt schon zur Hälfte fertig fast. Das andere, das ist eher das Spaßformat, das man auch etwas schneller, was ich auch am Wochenende schaffe, das ist dann das geheime Kabinett, das sozusagen das Ganze gegen den Strich gebürstet, nämlich skurrile Dinge aus der Geschichte und der Geschichtswissenschaft, die es sonst nicht in die Geschichtsbücher schaffen. Denn entweder sind sie zu skurril oder zu abenteuerlich oder eben ein bisschen anstößig. Und die Historiker sind ja ein bisschen prüde offensichtlich alle. Und deswegen dachte ich mal, das ist auch ein Teil der Geschichte, das muss man auch mal erzählen. Und daher macht es mir gerade sehr große Freude, auch diese Themen zu behandeln. Offensichtlich macht es nicht nur mir Freude, sondern auch ein paar anderen, unter anderem auch den euch ja auch bekannten Travis. Der war ja auch zu Gast hier in unserer Sendung, genau. Der völlig Verrückte, der nämlich dann einfach sagt, pass auf, ich übersetze mal das Ding auch in Englisch. Aha. Und deswegen gibt es das Secret Cabinet, auch im englischsprachigen Raum und man kann es dann auch hören. Hat sich das angenommen, hat das eigentlich mal als kleines Nebenprojekt gemacht, der wollte ein bisschen im Dolmetschen drin bleiben und so kam es dann plötzlich, dass er jetzt glaube ich schon die Hälfte meiner Episoden vertont hat ungefähr. Aber wo du ihn gerade schon ansprichst, wie habt ihr euch kennengelernt? Tatsächlich ist er mal in Wittenberg vorbeigeschneit. Wir haben uns da mal getroffen und über Podcasten gequatscht. Darüber habe ich ihn auch schon ein bisschen über Twitter und hat mich auch mal angeschrieben, ein bisschen kennengelernt und dann kam er relativ spontan in Wittenberg vorbei. Hi, it's me. Frau und ja, so ihr kennt ihn ja mittlerweile auch ein bisschen. Genauso spontan ist er auch und stand dann plötzlich vor meiner Tür mit Frau, mit Hund. Nein. Und genau, Frau und Hund hat er dann zum Gassigehen geschickt und wir haben dann über Podcasten gequatscht bis spät in die Nacht. Nee, war, und seitdem haben wir jetzt eine dicke Freundschaft und jetzt machen wir demnächst wahrscheinlich auch so ein kleines Projekt miteinander. Da verrate ich jetzt aber noch nichts, weil wir es noch nicht so richtig in Tüchern haben, in trockenen Tüchern. Wir müssen nachher nochmal zurückkommen auf den Archäologen, Mirko, aber wo wir gerade bei Travis sind, du hast ihn vor kurzem in den USA besucht und dabei sein Auto kaputt gemacht. Warum? Aus Bosheit? Weil er in dem Sendegarten so über dich hergezogen hat? Bist du da hingefahren, genau, ich mach dein Auto kaputt? Ich weiß, wo dein Auto steht. Travis steht im Yosemite-Park und brennt vor sich hin. Nein, das war dann Travis ist ja echt eine coole Socke und er hat mir einfach sein Auto überlassen, um damit ein bisschen rumzukrusen, weil er selber ja arbeiten musste.
Und dummerweise, was wir beide nicht wussten, das passierte wohl schon in der Woche, als wir, sagen wir mal, ein bisschen so durch die Gegend gedüst sind, hat sich der Ventilator gelöst, hatte dann den Keilriemen zerschreddert. Der Ventilator vom Kühler vorne? Was, den Keilriemen zerschreddert? Zerschreddert, der hat so abgeschmörgelt, bis am Schluss nur noch so ein kleiner dünner Faden übrig war, der nicht mehr ausreichte. Und den hat es dann auch noch gehimmelt und am Schluss stand ich da mit einem kochenden Kühler im Nirgendwo und ja. Im Nirgendwo, aber das ist doch ziemlich abenteuerlich. Das hatte auch was für sich. Zumal dann am nächsten Tag, als dann der Abschlepper kam, dann auch noch. Am nächsten Tag? Das heißt, du hast irgendwo im Nirgendwo übernachtet? Ich habe dann erstmal, nicht nirgendwo, Gott sei Dank war das nicht so weit weg von der Hütte, die ich gemietet hatte. Es war nirgendwo die Hütte, aber es war trotzdem irgendwo. So ein Sorschi in Afrika, in Amerika. So quasi. Ja. Und am Tag darauf gab's dann trat ich dann aus diesem Hotelzimmer heraus und der Himmel war knallegelb. Es fiel Asche vom Himmel und plötzlich stand Travis vor mir und sagte, er kam mit dem Mietwagen hinterher, wollte nämlich dann mit mir in die Werkstatt gehen und gucken, was da passiert ist. Aber du wusstest und, schon, er kommt? Angekündigt. Okay. Nee. Und sagte aber zu mir, was hast du eigentlich draußen gemacht? Hast du geraucht? weil der ganze Wald um uns herum stand in Flammen an drei Stellen. Tatsächlich, aber an drei Stellen? Also wir waren in der Mitte, also ein paar Meilen entfernt, aber es war schon ein bisschen dramatisch, weil auch schon die Straßen dicht gemacht wurden. Und wir gucken uns dann an und dachten, wir können nicht mehr nach Süden, wir können nicht mehr nach Westen, wir können nicht mehr nach Norden. Wo fahren wir denn hin? Die einzige Möglichkeit war tatsächlich, in Yosemite Park zu fahren. Aber der war aber noch kaputt? Nee, mit dem Mietwagen dann. Ach so, mit dem Mietwagen. Ja. Ihr habt den einfach da stehen lassen. Wir haben den erstmal da stehen lassen in der Werkstatt, war er dann schon. Ach so, okay. Aber wir hatten ein bisschen Sorge, ob die Werkstatt nachher noch da ist. Das sah nämlich wirklich sehr beeindruckend aus, ja. Also, nee, war Gott sei Dank alles halb so schlimm, aber den Ort Mariposa, den kennt man übrigens aus Westworld, wenn die schon mal jemand gesehen hat, der spielt da so eine kleine Rolle, den gibt's wirklich und der ist da ziemlich mitgenommen worden, ich glaube so 149 Häuser sind da abgebrannt, also boah, schon nicht ganz ohne gewesen da. Echt übel. Aber dann macht man mehr, wie gesagt, wow. Wer eine Reise tut. Kann natürlich erzählen, und das sollst du ja auch. Und das Ziel war dann der Yosemite. Man weiß ja nicht, wie das Betriebssystem heute heißt. Ne? Der Nationalpark. Das Ding mit den Bäumen und dem mit der tollen Landschaft. Ist toll. Also wer mal dahin fährt in die Gegend, das sollte unbedingt da in diesen Nationalpark. Das ist wunderschön. Riesige Steilwände, eine Steilwand mit 1 Kilometer Höhe. Ja, das ist die höchste der Welt, oder? Ich glaube, es gibt noch höhere, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist schon ordentlich hoch, ja. Und wirklich wahnsinnige Landschaft. Leider völlig überlaufen, gerade derzeit. Selbst mit Waldbrand. Will gar nicht vorstellen, wie es dann aussieht, wenn da kein Wind ist. Aber da kann man zelten, da kann man wohnen, alles mögliche. Also man muss wahrscheinlich über Jahre hinweg muss man das vorher bestellen. Aber man kann da ewig wandern, man kann Free Climbing machen. Die machen Free Climbing an dieser 1 Kilometer hohen Felswand. Wow. Die meinen dann auch wirklich Free, ne? Also, die meinen wirklich Free Climbing, da ist nichts hinter. Ich frage mich sowieso, wie die da oben an der Wand bleiben. Ja. Aber beeindruckend. Allein schon zuzusehen macht schon Spaß. Oder Angst. Also oder Angst oder beides. Um das fremde Leben sozusagen. So ist das, ja. Wie lange warst du da? Wie viele Tage? 2 Wochen. Einfach mal ein bisschen vorbeischneiden. Ein bisschen das wäre die Frage, aus welchem Grund fährt man, macht man diese lange Reise? Einfach mal ein bisschen wegkommen. Ich komme mal vorbei, Travis. So ungefähr. Nee, ich hatte jetzt seit 2 Jahren... Sagst er wäre ein verrückter Hund. Du bist doch genauso. Genau. Jetzt, wo du es sagst. es war einfach mal Zeit. Ich musste mal irgendwie einen Urlaub machen und war jetzt 3 Jahre lang nicht mehr im Urlaub wegen einer Ausstellung, die ich vorbereitet hatte, die jetzt läuft in Wittenberg. Die läuft 3 Jahre Vorbereitung für eine Ausstellung? Ja, durchaus. Bis das mal alles da ist. Wir haben riesige Kunstschätze da angekarrt. Also wir haben Caspar David Friedrich, wir haben Edvard Munch, wir haben, das ist vielleicht noch das Spannende für euch, vielleicht noch das zerstörte Board von Edward Snowden, auf dem die Daten, seine Daten gelegen haben, der dem Guardian zugebracht hat. Das kann man bei uns sehen. Wie ist das zerstört worden? Mit dem Hammer oder durchgebohrt? Ja, das ist ganz lustig. Also Edward Snowden hat ja dem Guardian, also der britischen Tageszeitung, seine Daten zur Verfügung gestellt. Ja. Und die hatten da angefangen, es auszuwerten. Da kam klingelt es an der Tür und Herren in Schwarz mit Ohrsteckern kamen vorbei und sagten, das müssen sie jetzt leider zerstören, physikalisch.
Und, ich habe das, glaube ich, gelesen. Ja, das war so völlig irre Story. Ja. Die Menschen vom Guardian sagten, das bringt aber eigentlich nichts, weil das Zeug liegt schon in der Cloud. Also das können wir gerne machen, aber da haben sie nicht viel von. Trotzdem wollten sie es haben. Und tatsächlich gibt es dann so Bilder mit jemandem mit einer Schweißerbrille und einem Hammer und einem Meißel, wie er diese Geräte zerstört, weil die da Daten dann physisch zerstört werden sollten. Eine symbolische völlig Exekution. Symbolisch, hat schon was von Bildersturm. Insofern passt das eigentlich auch wiederum schön zum Thema Luther, das wir ausstellen. Und der Legende nach sollen dann die Herren gesagt haben, okay, dann können wir die schwarzen Hubschrauber jetzt wieder zurückziehen. Sonst wäre der Guardian bombardiert worden, oder was? Ja, was man darf was. Man darf ja gar nicht. War schon sehr skurril, diese Geschichte, ja. Normalerweise würde man sowas ja ins Extreme überhöhen, um es lustig zu machen, aber das entfällt ja eigentlich, weil das bleibt, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Sozusagen. Es ist, also, ist eigentlich ist absurd, aber es ist halt. Nur ab. Bist du denn der Kurator von der Ausstellung jetzt? Ich bin einer der Kuratoren, ja. Wir haben 4 Stück, sehr viele Häuptlinge, wenig Indianer. aber es, es hat sich ganz gut so ergeben, weil wir auch von unseren Fachdisziplinen sehr unterschiedlich waren. Wir hatten eine Szenografin, wir hatten Kunsthistorikerin, wir hatten einen Theologen, natürlich bei dem Thema Luther, und mich als Archäologen und Historiker. Es gibt auch ein paar archäologische Stücke, also es gibt auch Ausgrabungen an den Lutherhäusern. Da gibt es auch einen Podcast zu von mir, vom Angegraben, wo ich ein bisschen darüber erzähle. Das stellen wir aus und stellen das ein bisschen in diesen Kontext. Was ist eigentlich vor 500 Jahren los gewesen beim Thesenanschlag? Was hat Luther überhaupt dazu gebracht, die Thesen anzuschlagen? Was ist so sein Hintergrund? Und was passierte in den nächsten 500 Jahren mit seinen Ideen? Ja. Das ist so die Idee, was... wo sind Leute von ihm beeinflusst worden und wo sind sie vielleicht auch von ihm abgestoßen worden? Also wir haben nicht nur positive Gestalten darin, sondern wir setzen Luther nicht irgendwo auf den Sockel, sondern wir zeigen ein bisschen die Meinung, die man zu Luther haben kann. Also positiv wie negativ. Okay. Nicht, weil deine Geschichte uninteressant ist, sondern aus technischen Gründen müssen wir eine kurze Pause machen. Es dauert nicht lange. Genau, wir sind sofort ausreden, wieder da. Ausreden. Nein, ausreden. Nein. Nein. Mir wurde eine Nachricht zugesteckt, dass der Stream irgendwie hängt und der Sebastian muss den eben neu starten. Von daher unterbrechen wir für den ganz kurzen Augenblick dieses fließende Gespräch. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber wir werden gleich, also wir sind ja nicht so fit wie methodisch inkorrekt. Die machen ja solche Sachen nahtlos. Methodisch inkorrekt kennst du, ne? Ja, natürlich, ja. Natürlich, natürlich. Der eine Große kennt den anderen Großen, ist auch völlig klar. Ach so, genau. Ja, die sind auch körperlich beide groß, ne? Insofern passt das. Beide nicht. Der eine ist eher. Beide hat es klein. Untergroß, sagen wir mal so. So. Von der Masse sind sie sich ähnlich. Ja, okay. In der, also, und das darf ich nicht sagen. Ich glaube, das wird dann auch wenn man das Höhe Stream und an, Breite zusammen hat. Die verdammt, immer, einmal wenn der Stream aus sein könnte. Ja. Also Sebastian prüft gerade die technischen Daten. Ich hörte letztens, wir können weitermachen. Aber wo das jetzt gerade so ein schöner Break ist, ich dachte mal, wenn man schon im Sendegarten persönlich eingeladen wird, dann muss man natürlich auch ein kleines Gastgeschenk mit auf die Gartenbank bringen. Oh nein. Ich dachte mir, was bringt man mit Passendes? Was ist das? Das ist. Was ist das? Musst du selber lesen. Was ist das? Einhornbier Zwönitzer. Zwönitzer Einhornbier. Das letzte seiner Art. in Pink. Also, meine Damen und Herren, wir haben hier 4 Bierflaschen auf dem Tisch. Das ist Zwönitzer Einhornbier in einer pinken, mit einem pinken Aufkleber drauf. Und das Einhorn hat ein großes und ein kleines. Es sieht wirklich so aus. Es soll einen Regenbogen kotzen, glaube ich. Naja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon böse Dinge darüber gehört. Ich weiß nicht, ob es schmeckt, aber. Das letzte seiner Art ist ein Biermischgetränk bestehend aus 98% Zwönitzer Weißbier, Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz und Hopfen und 2% Getränkesirup mit Himbeergeschmack. Wow. Also das sollen wir jetzt trinken? Berliner Weiße mit Schuss oder sowas, ne? Ja, das könnte so sein, ja. Also man kann es auch so ins Regal stellen. Also interessanter wäre ja, dass wir das jetzt quasi... Wir können es natürlich verkosten. In heroischer... Ja, wo wir schon zu viert sind.
Ich krieg schon gezeigt. Alles nur das nicht. Man sieht es ja nicht, wenn du es nicht tust. Also ich bin im Moment, ich habe zwar gestern gesagt, kein Alkohol, aber das sieht so absurd aus. Ja, dass also einfach mal zumindest vom Geschmack her. Ja, dass ich das echt... mal testen. Es ist auf jeden Fall ein Blickfang. Ja, deshalb sollte man vielleicht so lassen und ins Regal stellen. Aber eigentlich ist es doch viel schöner. Also ich würde tatsächlich, ich würde mal probieren wollen. Späterhin. Ja, bitte. Hat jemand einen Kapselheber irgendwie? Sowas besitzt sie natürlich nicht. Warte mal, die Technik macht sie gerade. Auch schon. Die Technik zeigte gerade. Ja. Sebastian ist uns gerade abhanden gekommen. Der ist befreie ich die mal. Oh, da kommt was. Hier. Moment. Nee. Fachfrau. Becky hilft. Genau, Becky. Ich scheitere schon am Karton. Der ist noch nicht alt genug. Sonst hättest du, wenn der jetzt 100 Jahre alt wäre, dann hättest du kein Problem. Dann kommt auch ein Öffner. Dann wüsste ich da, wie ich damit umgehen müsste. Dann nehmen wir den. Das ist ja für. Dankeschön. Mensch, ja. Danke auch, Möchtest Becky. Auch? Ich nehme auch dann eins. Sebastian, du auch so? Das sind die besten Geschenke, bei denen man selber partizipieren darf. Gut. Lars, du bist nicht böse, wenn wir dann einfach hier auf dein Wohl trinken. Nein, auf gar keinen Fall. Dann stellen wir nochmal hier hin. Solange ihr nicht auf mein Wohl das tut, was das Einhorn da tut, ist das. Du kannst es ja ins Regal stellen, aber ich muss das jetzt einfach mal hier. Hoffentlich geht das jetzt Das ist echt grell. Ah. Ich hoffe, es ist noch nicht zu sehr durchgeschüttet. Es hat ein bisschen Zeit gehabt, sich wieder zu erholen. Ja, ist okay. Sollen wir tauschen? Ja, bitte schön. Bitte sehr. Einmal voll gegen leer. Also, vielleicht müssen wir noch ein Foto machen davon. Können wir das noch vertwittern? Das stimmt. Hat einer von euch gerade Twitter am Start und könnte mal ein Bild vom Einhorn, vom Zwönitzer Einhorn, was es schon seit 1997 gibt, machen? Hat einer gerade Twitter am Start? Genau, die Becky. Genau. Unser. Wo ist es denn? Ach, da ist das Vögelchen. Guck mal. Ah, ich warte. Ja, ganz herzlichen Dankeschön. So. Ja, dann zum Mirko, Wohlsein. Dann. Wir werden es brauchen. Genau. Mut, okay. Mut. Oh, es riecht aber schon. Oh, es riecht schon übel. Ach, du Scheiße. So. Okay, wir haben es getan. Wir haben Zeug. Aber. Haben wir davon auch ein Foto von Martins Gesicht? Ja, bitte. Das ist eine Herausforderung. Das ist durchaus eine Herausforderung. Muss ich nochmal gucken. Angeblich ist der zweite Schluck ja besser. Ja. Ja, es ist lecker. Total. Aber beschreibe dein Erlebnis. Genau. Fluffig im Abgang. Es macht ganz vorne auf der Zunge, macht es wie so eine Wolke, so push. Mhm. Also es ist, der restliche Mundraum ist eigentlich unbeeindruckt. Mehr oder weniger, also die Zähne kleben aufeinander. Ja. Vorne geht so eine Wolke auf und man hat so eine ganz dicke, fuselige Zunge. Okay. Mhm. Ganz lustig. Ganz lustig. Aber vielleicht im Laufe des Abends. Wir müssen nur gucken, dass hier keine Insekten hier reinkommen. Sonst könnte das noch mit der Krankenversicherung, die Sebastian abgeschlossen hat, hier nochmal ernst werden. Apropos ernst werden. Zurück zu Luther. Also Luther ist das verbindende Element eurer Ausstellung. Ihr wollt also zu diesem besonderen Jahr, wir haben ja 2017 einen... Genau, richtig. 500 Jahre Thesenanschlag. Und wir haben so gewisse Verpflichtungen, weil es natürlich in Wittenberg stattgefunden hat. Mhm. Wenn es denn stattgefunden hat, das jetzt wird auszuführen wahrscheinlich zu lange dauern. Wenn es stattgefunden hat, gibt es Zweifel daran? Ja, ja, durchaus. Ach, also, da kann das wurde man, doch schon verfilmt. Ja, ja, sicher. Das taucht in jedem Film taucht es einmal auf. Ja. Aber es ist die Frage, ob es wirklich so stattgefunden hat, wie man es in Filmen kennt. Also bestenfalls hat es dann der Hausmeister der Universität getan, nicht Luther selbst. Aber im schlechtesten Fall hat es gar nicht stattgefunden. Aber immerhin, wir wissen, am 31.10.1517 hat die Reformation begonnen. Es gibt und Luther war schon Luther, der treibende Kopf. Luther war derjenige, der es getan hat, ja. Und auch die 95 Thesen. Ich habe sogar jetzt ein Exemplar entdeckt, das vermutlich die erste... Gibt es da mehrere davon? Ja, es ist gedruckt worden. Es gibt drei Druckreihen davon. Zwei sind Nachdrucke und wir konnten jetzt dann das Exemplar identifizieren, das ganz am Anfang stand. Also aus dieser Druckreihe heraus würde ein Exemplar an der Schlosskirche angeschlagen worden sein, hätte können, dürfen, sein, müssen. Also ihr habt die Löcher gefunden, wo die so Pins quasi, sozusagen... Also wir haben zumindest das Papier, also den aus derselben Druckreihe, also ja.
Da sind ja wahrscheinlich ein paar entstanden, wahrscheinlich so 50 Exemplare hat Luther drucken lassen, weil er sie auch noch an Freunde und andere Kollegen verschicken wollte. Und das wäre jetzt ein Exemplar gewesen, das hätte angeschlagen worden sein können. Genau, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Das wissen wir deswegen, weil wir tatsächlich dieses eine Exemplar, das wir gerade ausstellen, auch mit einer Person verbinden können, der Luther das auch kurz nach dem Thesenanschlag zugeschickt hat. Also so sind wir relativ sicher, dass das so gewesen sein muss. Und ist dann so, die verbindende Klammer ist dann so sozusagen Querdenken und Dinge in Frage stellen oder Neudenken oder genau, sowas? Genau, das ist ja... Weil wenn ich jetzt Snowden und so nehme, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen aus dem... Ja, also quasi mal innezuhalten und vielleicht nochmal nachzudenken, so Impulse zu setzen oder so. Genau, nee, das macht ja Wissenschaft aus, also dass man Dinge immer wieder hinterfragt, auch das, was man glaubt zu wissen, hinterfragt, immer wieder mal schauen, was haben wir überhaupt an Grundlagen dafür, dass wir das glauben, was wir glauben oder dass wir zu wissen glauben, was wir glauben. Und das finde ich auch das Faszinierende an Geschichte und an Archäologie, dass wir immer wieder unser eigenes Weltbild wieder neu schaffen und die Grundlagen, auf denen wir uns sozusagen bewegen, immer wieder hinterfragen müssen. Und macht Spaß. Also schön ist, dass es dann auch Leute gibt, die sowas dann sozusagen auch bezahlen. Ja, natürlich. Das ist eigentlich ja, ich sage immer, es ist ein großes, tolles Hobby und es gibt ganz toll, dass es Leute gibt, die das bezahlen und die es danach auch sehen oder hören wollen, was man da tut. Das wäre bei Podcasten ja auch nicht anders. Also es ist off-topic. Es hat noch mit dem Einhornbier zu tun. Okay, dann mach ruhig off-topic. Ich habe, super. Die Twitter-Wall sagt, du bist ein schlechter Lügner. Ich bin ein schlechter Lügner? Ja, was mit dem Hashtag Einhornplörre. Einhornplörre. Ich bin ein schlechter Lügner. Wie das genau gemeint ist, weiß ich nicht, aber steht da. Das ist von der Lara. Das ist, die Lara macht immer kryptische Hinweise, das ist ganz klar. Das kennen wir nicht anders. Jetzt habe ich das so zugemacht, dass ich nicht wieder aufkriege. Das ist vielleicht auch besser so. Ja, es ist wie bei Mate. Das ist, man muss einfach sich durchtrinken. Hab ich das richtig wahrgenommen, dass in diesen deinen Händen du das Original Testament von Luther gehalten hast? Ja, habe ich jetzt vor 2 Wochen. Ist gerade gekommen, und zwar mit einem größeren Propanz. Da kamen dann also ungarische Abgeordnete und es kam dann auch unser Ministerpräsident, der das dann eigenhändig einbauen wollte. Also wir haben einen etwas sehr enthusiastischen Ministerpräsidenten in der Hinsicht. Passen Sie es nicht an! Was, das? Doch, er kriegt eine Hand. Also er hat ein bisschen Erfahrung gehabt, kriegt jetzt auch Handschuhe. Okay. Aber das wollte er sich nicht nehmen lassen. Er ist ein großer Luther-Fan und deswegen... War ja auch viel Presse sicherlich da, oder? Richtig, genau. Ja. Und die freut sich natürlich über solche Bilder immer wieder. Was wir nicht erzählt haben, dass wir es danach wieder richtig eingebaut haben. Was heißt einbauen bei euch? Also es heißt einbauen, das heißt in die Vitrinen einbringen. Wir haben Spezialvitrinen, die klimatisch gesichert sind, damit also die Außenfeuchtigkeit, die Temperatur nicht das Stück selber beeinträchtigen. Licht vor allem ist ja ein großes Problem bei Papier. Und da ist es dann so, da kriegt das Stück auch eine sogenannte Buchwiege oder eine Liege, in der das Ganze liegt, also damit das nicht wegrutscht, damit es einen richtigen Wiege, Winkel wirklich, hat, wie eine Wiege, Kinder-Baby, wie so eine wie die Krippe sieht das aus manchmal, damit das dann auch so einen kleinen Winkel hat, damit man das auch gut sehen kann und damit das vor allem das Papier nicht zu sehr geknickt wird, wenn man es aufklappt, also bei Büchern passiert das ja manchmal, wenn man zu weit aufklappt, dass sie dann der Rücken kaputt geht, das geht beim Papier natürlich auch, wenn man das zu weit aufmacht. Da gibt es halt gewisse Vorschriften von den Leihgebern, wie man das darstellen darf. Und da müssen wir natürlich immer entsprechend basteln, dass das da passt. Da besteht aber kein Zweifel an der Echtheit. Das ist vollkommen echt. Wir haben sogar nochmal Gelegenheit gehabt, das ist ja auch toll, wenn man sowas mal in der Hand hat, dass man dann auch nochmal das Wasserzeichen angucken kann. Mhm. Und da haben wir auch mal gesehen, das passt ganz gut eigentlich zu diesen sächsischen Wasserzeichen, die wir aus der Zeit kennen. Also das ist ja handgeschöpftes Papier. Und das macht man dann so, dass man das eben auf diesen 7 herstellt, die dann mit entsprechenden Wasserzeichen schon präpariert sind. Und dann kann man wunderbar die verschiedenen Papiermühlen zuordnen, in dem dieses Stück entstanden sind. Wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung. Warum? Ja, es tut mir so unheimlich leid, dieses schöne Gespräch. Ich habe jetzt auch gar nichts mehr. Oh, ich habe Einhornbier. Du hast ein Einhornbier, genau. Ganz toll. Also, willst du es mal probieren? Ich kann es nur empfehlen. Ich möchte das Problem lösen und dann stoße ich darauf an, dass wir es gefunden haben. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht der Beamer geht weg.
der Beamer geht weg. Oh, nächstes Problem. Aber ich glaube, es liegt an meinem Laptop. Okay. Ja, okay. Aber wenn du jetzt einen Schluck Einhornbier nimmst, dann wirkt das andere Problem danach nicht mehr so groß. Du solltest Was ist denn da überhaupt? Können wir ja gleich drüber sprechen. Vor allem das Einhorn kotzt einen Regenbogen. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das gehört doch so. Ja. Das also ist jetzt gut, das nicht bei, immer. Hatte das meteorologisch jemals ein Einhorn? Wer hat das ist ein Gast. Stimmt, wir haben das schon mal getrunken. Stimmt, ja. Richtig. Irgendwo war das doch mal. Ich habe das noch nie getrunken, das wüsste ich. Ja, und das, was das Einhorn kotzt, ist jetzt in der Flasche drin. Lars, das ist doch wirklich fies. Alles verraten. Nee, kommen wir zum Problem. Wir haben auf dem Master kein Output in Ultraschall und wir können uns das nicht erklären und müssen Reaper einmal neu starten. Wir sind gleich wieder da. Okay, alles, was wir bisher gesagt haben, ist verloren und wir müssen nein, wieder wir vorne speichern. Anfangen. Nein, nur im Stream war nichts, also im Audio, im reinen Audio-Stream war nichts zu hören, im Videostream war alles okay. Aha, ja. Also Leute, hört mehr Video. Ja, Neues aus der Community in der Zwischenzeit. Genau, sehr gut. Die Podstock-Hornisse twittert ab jetzt. Oh. unter dem Twitter-Namen Podnisse ist die Podstock-Hornisse mit dem Profiltext Brumm, brumm, ich summ auf Podstock rum. Und die Podstock-Hornisse teilt mit, die Twitter-Wall ist vom Nahen sehr hell. Und sehr hart, so, sie ist ein paar also mit dem Kopf davor geflogen. Heute ist Freitag, also Follow Friday, die Podnisse. Und der Sendegarten von oben sieht auch sehr gut aus und die Podnisse hätte gern ein Bändchen. Butler-Matrix soll ich erwähnen? Ja, steht noch auf dem Zettel. Achso, Butler-Matrix, ja, das ist aber etwas längeres Geschichte. Das wäre auch schön, wenn wir das machen, wenn der Stream wieder läuft. Ja, das ist ein Wort, das ich nicht kenne, aber das ist natürlich, ich werde sofort. Steht auf To-Do. Wir haben so viel verpasst. Natürlich, wir sind ja auch von gestern, Mensch. Eigentlich sind wir ja von heute und haben noch ein paar Themen, aber noch. Ihr habt Zeit? No. Ich müsste noch nicht ins Bett. Oh, jetzt halt ist. Jetzt ist irgendwas halt passiert. Halt, ja. Irgendwas ist passiert. Halt. Ja, so ist es leider manchmal im Sendegarten. Da ist es dann doch ein bisschen anders so. Oder es liegt an dem Einhornbier. Das kann natürlich auch sein. Also, das ist eine, Bad Vibes. Wie auch immer. Die Technik ist ja auch, also das ist ja wie in der Raumfahrt, das sind ja alles Prototypen. Das ist das erste Mal, dass das so zusammengebaut worden ist. Natürlich. Und es wird auch nie wieder so zusammengebaut werden. Aus gutem Grund. Das ist auch gleich das letzte Mal. So machen wir das nicht nochmal. Genau. So ist das hier. Und es hat aber, glaube ich, aufgehört mehr zu regnen, oder? Es hat aufgehört mehr zu regnen. Seid ihr noch trocken da unten? Hast du denn echt schon getrunken? Ja, gut, okay. Aber das eine Dach hängt schon bedenklich durch. Es wird sich gekümmert. Ja, schön. Danke für den Hinweis, Lars. Das ist von hier aus sah der Abstand etwas kleiner aus zu Lars. Es sah jetzt gerade so aus, als würde ihm das ganze Wasser in den Nacken geschüttet werden. War aber nicht. Noch nicht. Beim nächsten Mal. So, sehr gut. Also die Akustik ändert sich fortwährend in meinem Kopf. Ja. Bei euch auch. Ist gut. Die Stimmen es liegt Kopf also nicht lauter. Am Bier, dann ist schon mal gut. Nehme ich doch noch ein Schlückchen. Also irgendwie hat es was, ne? Es ist irgendwie schrecklich, aber es hat was. Ja, genau. Es ist so ein Selbsterfahrungsdings. Hier, macht ihr nicht die Finger kaputt, die Zarten. Die müssen noch. Und die Zarten kommen in den Garten. Ja, also das ist ja überhaupt, unser Publikum heute steht ja unter dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten. Also deswegen sind sie ja auch hier. Aber wir können auch sagen, nur die Zarten kommen in den Garten, genau. Ja, ja. So, was sagt denn Pottbrumm inzwischen? Pottnisse. Pottnisse, ja, bitte was? Ein Bändchen. Will ein Bändchen. Die Podnisse, wo ist sie denn? Vanilla Ski, Kopfstadt, die du Medien. Ein Regenzelt aufbauen, ja, ist auch doof. Ah, da, Medien, ja, Podnisse, die Twitter-Wolls mit Namen wäre. Da, hat jemand einen Tropfen Mate für mich? Sollte bis Sonntag reicht. Ein Tropfen, ja, natürlich, ein Tropfen. Den braucht er nicht Mate so. Mate habe ich nicht Einhorn, wie hätte ich jetzt. Das ist aber schon ein bisschen obskur, wem die Podstock-Hornisse so alles folgt. Also. Echt? Ja. So. Ja. Bändchen gibt es nur gegen
gescannten QR-Code, genau. Genau, ich weiß das, wie das war. Genau. Hier ist der Opener. Der Opener. Das heißt, ja, wenn du zur Flasche greifst, heißt ja, es, das Problem ist gelöst. Ich bin verzweifelt genug, dass ich jetzt Alkohol brauche. Das Problem ist gelöst? Das Problem ist gelöst, ja. Also, die Ursache ist noch unklar, aber wir haben... Wie war das noch? Switch it off and on again? Ja, aber auf die harte Tour. Also wir mussten das Projekt neu anlegen. Also das Projekt lässt auf dem Masterort von Reaper nichts mehr raus. Okay. Es hat uns nicht rausgelassen. Zurückfahren und wieder herkommen, oder? Ja. Nee, also ich musste ein neues Projekt anlegen tatsächlich. Aber anscheinend kann man das reproduzieren. Das heißt, das ist ein schöner Bug, den man nachvollziehen kann. Vielleicht. Okay. Ja. Das heißt, das nächste Projekt endet jetzt auch wieder im Nichts. Irgendwann. Und lässt sich nicht fortführen. Du hast es ja jetzt neu gestartet. Ja. Weil du sagst, das Problem lässt sich reproduzieren. Mit dem Neustart reproduziert sich das jetzt auch wieder. Nein, nur mit der alten Projektdatei. Ah, okay. Ja, also ich habe ein neues Projekt angelegt. Okay. Zuverlässig, man kann immer wieder zuverlässig dienen. Mit dem alten Projekt kann man das nicht funktionieren, tatsächlich testen. Und jetzt willkommen im Studio links, dem es tut mir so unheimlich leid, dass ich das nicht sofort gesehen habe. Ja, aber wir waren ja im anderen Stream live, also insofern habt ihr vielleicht im Videostream so lange gehört. Aber jetzt könnt ihr auch das zurückwechseln, wenn ihr euch auf nur Audio konzentrieren wollt. Und in der Aufnahme ist sowieso alles gut. Also macht weiter und Prost. Okay, dann auf die Fehlerkultur im Sendegarten. Ich will leben. Einer muss ja... Das riecht komisch. Einer muss den Garten hinterher sauber verlassen. Es riecht komisch. Direkt aufs Gesicht zu. Ja. So. Das ist eher so Berliner Weiße mit Schuss. Ah, das ist ja Himbeergeschmack. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie komisch, ja. Aber. Also kauft mehr davon. Unbedingt. So, Mirko, wir dürfen wieder, Sebastian, wir sind wieder vor. Was bringt einen jungen Menschen, der zukunftsorientiert ist, der technikfreundlich ist, dazu, Archäologe zu werden? Gute Frage. Ich glaube, das war bei mir irgendwie eine fixe Idee, die ich schon immer hatte. Also wahrscheinlich so direkt vom Sandkasten, Schäufelchen direkt zum Spaten, das war kein weiterer Schritt bei mir. Echt? Ja, also ich hatte diese Gedanken schon immer. Also ich hatte mich immer schon für Geschichte interessiert, schon als kleiner Bub und bin auch schon zu Schulzeiten bei einem Ausgrabungsprojekt dabei gewesen. Und ich auch, in der archäologischen Arbeitsgemeinschaft Bergruine Isenburg in Hattingen. Ja. Schön. Bergruine Isenburg. Cool. Ja. Was habt ihr gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe weite Teile meiner Jugend einfach vergessen. Die sind komplett weg. Nur eine Situation kann ich mich noch erinnern. Und zwar war meine Aufgabe, so eine kleine Steinmauer mit den Natursteinen, die da so waren, wieder so herzustellen, so mit Mörtel. Und irgendwo lag da so ein großer Ziegelstein. Den habe ich einfach genommen, weil er ganz gut da reinpasste. Und dann kam dann der Leiter der Anlage und hat das erzürnt alles wieder eingerissen. Wie könnte ich denn da nicht altes Material verwenden? Also da war ich ein bisschen gebügelt. Also ich hatte mir so viel Mühe gegeben mit der Mauer und der ganze eingerissen. Das war nicht gut. Die haben das ja durchaus auch so gemacht. Die haben mit neuerem Material geflickt. Also wenn man so alte Mauern anschaut, das hätte ist genau so passiert. Genau so ist das ja. Also es wäre authentisch gewesen. Ja. Genau. Nee, also insofern, das hat sich bei mir sehr früh abgezeichnet, dass ich das machen wollte. Habe es dann auch gemacht, obwohl mir alle davon abgeraten hast, nach dem Motto, findest nie einen Job. Was willst du damit? Was willst du damit? Ist doch schon alles gefunden worden. Genau, keiner will Dinosaurier sehen. Nee, ach, Quatsch. Alles Dinge, die ich schon gehört habe. Keiner will Dinosaurier sehen? Mit Dinosauriern habe ich sowieso nichts zu tun. Alle Menschen haben doch eine Phase in ihrem Leben, wo sie jeden Dinosaurier auswendig kennen, oder nicht? Jetzt ja. Früher nicht so sehr, aber naja, gut. Jedenfalls habe ich mich dann doch durchgebissen und merkwürdigerweise habe ich auch noch durchgebissen. Also war auch schon zwischendurch mal ein bisschen trocken. Ja, durchaus. Also manchmal hat man schon so Phasen, wo man denkt, was machst du hier eigentlich? Hättest du was Anständiges gelernt? Müsstest du jetzt nicht hier im Dreck stehen bei Regen? Aber es ist einer der tollsten Berufe, die man haben kann, finde ich jedenfalls, und macht großen Spaß und
auch wenn ich jetzt nicht leider direkt grabenderweise momentan mein Geld verdiene. Aber hast du schon mal gemacht, auch so richtig in so einem Feld? Ja, das musst du ja, aber wenn du im Studium bist, du verpflichtet, dass du die so Praktika machst ja. im Feld, wie wir sagen. Und tatsächlich auch dann an diversen Orten. Ich habe mehr Praktika gemacht, als ich musste, weil es einfach eine tolle Sache ist, auch ein bisschen Geld verdienen. Das ist also eine der Methoden, wie man als Archäologenstudent ein bisschen zu Geld kommen kann, ist natürlich bei Grabungen mitzumachen. Ja. Und wenn man ganz viel Glück hat, werden die auch bezahlt. Tolle Sache. Ich war jetzt schon in vielen Ausgrabungen in Deutschland natürlich, aber auch mal in England. Bisschen kompliziert. Ich habe mit dem Schloss mitgegraben, in dem angeblich König Artus gezeugt worden ist. Nein, habt ihr Spuren davon gefunden? Ein benutztes Kondom. Nein. So genau wollten wir es gar nicht wissen. Nein, jedenfalls, spannender ist eigentlich nicht die Geschichte mit Artus, die ist da irgendwie später dazugekommen. Spannender ist, dass da Spuren einer Anlage des 5., 6. Jahrhunderts existiert, spätantik, die dann also offensichtlich noch römisches Leben weitergeht. Die können noch römische Schriftzeichen, also die haben leider nicht in unserer Kampagne, im Jahr davor haben sie ein Stück Stein gefunden mit einer lateinischen Inschrift drauf, was also wirklich erstmal sensationell war, weil nämlich da eine Buchstabenkombination drin vorkam, die nach Artus aussah. Dann sind natürlich, ist die Yellow Press da natürlich etwas in die Decke gegangen. Aber die... Da steht es doch, genau. Artu Knu steht doch drauf. Die Deutung ist immer noch nicht so ganz einheitlich, aber wahrscheinlich hat es einfach mit den lokalen Vornamen zu tun. Art ist so ein ganz typischer Vorname für Cornwall, beziehungsweise Teil des Namens, heißt einfach nur Bär. Also insofern ist jetzt nichts so Ungewöhnliches, dass man jemand seinen Namen da niedergeschrieben hat als so Schreibprobe. Aber es war trotzdem spannend und völlig irre. Also wenn man da hinfährt, das Tintagel, Cornwall, wenn man mal in dem Land ist, das ist wie Rosamunde Pilcher, nur ohne Ton. Das ist also sogar ansehenswert. Und wenn man da gerade Tintagel ist, das ist ein fantastischer, richtig magischer Ort. Direkt am Meer, so eine kleine Halbinsel, so mitten in den Fluten. Das ist wahnsinnig schön. Und wie gesagt, da gibt es eben eine ganz spannende archäologische Ausgrabung dort. Und man kann auch dort jetzt die Überreste dieser ausgegrabenen Strukturen ganz gut angucken. Ist der Begriff magischer Ort nur eine Metapher oder ist das, kann man da wirklich was oder spürst du wirklich was an? Ich nicht, Orten? Aber es gibt Leute, die dadurch, dass natürlich der Ort mit dem Artus verbunden ist, findet man da sehr viele Esoterikläden vor Ort. kann sich dann auch da irgendwelche Steinchen und sowas kaufen und die Tafelrunde von König Artus angucken und sowas. Nee, also das ist, da bin ich jetzt überhaupt nicht gläubig, aber ich kann verstehen, warum Leute an diesen Stellen dann irgendwas empfinden können. Also ich dachte jetzt weniger so an gläubig, sondern dass man sagt, so der Atem der Geschichte. Also das ist wirklich, die Stelle, an der das passiert ist, was man eben schon ganz oft gelesen hat und was eben in den alten Quellen berichtet wird, so dass man wirklich am Ort des Geschehens ist. So die Erde atmet die Geschichte aus. So. Manchmal gibt es ja also, so. Da gibt es Momente, also wenn du dann da oben stehst, es kommt so der Nebel vom Meer her, über dir schweben, steht direkt über dir so ein Sperber, wo du denkst, der bewegt sich überhaupt nicht, der steht einfach nur so im Wind. Das waren so Momente, wo du auch denkst, okay, hier ist irgendwie ein ganz besonderer Ort, wo du wirklich Geschichte atmet, ne? Ja. Also das schon, ne? Ja. Also weil einfach so die ganze Szenerie, die ganze Situation, du kennst natürlich den Hintergrund, du weißt, was da alles passiert ist in dieser Ecke. Es gibt ganz irre Funde da, also wir haben da beispielsweise ganz späte Drehscheibenware, also römische Drehscheibenware, das ist dieses Terra Sigillata, was man kennt. Drehscheibenware, auf der rotierenden Drehscheibe gemacht. Das nennt man so, dann Drehscheibenware. Ach so, Töpfer. Genau, die Archäologen haben natürlich auch so ihre Fachausdrücke. Ja, und das ist damit gemeint. Und da gibt es noch ganz späte Terra Sigillata, dieses ganz rote, leuchtend rote Geschirr, das oft von Nordafrika importiert worden ist dorthin und das findet sich nur dort, nur der Stelle in Cornwall. Keiner weiß so richtig, warum. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant, wie das da hinkommt und dann gibt es halt viele verschiedene Theorien, wie man dann sich da zusammenreimen kann. Bist du ein begeisterter Spieler, zum Beispiel Puzzle-Spieler?
Man muss es werden. Also sagen wir so, ich war eigentlich bei richtigen Puzzles hatte ich nie richtig die Geduld dafür. Aber archäologische Puzzles sind noch was anderes, weil man so ein bisschen Ehrgeiz hat, man könnte doch noch eine Scherbe finden, die passt. Weil man hat ja eben ein Puzzle, das nicht nur aus einem Puzzlespiel besteht, sondern man hat ein paar tausend Puzzlespiele auf einmal und man hat wahrscheinlich von jedem Puzzlespiel vielleicht so ein paar Scherben überhaupt. Also man hat nie einen vollständigen, selten mal einen vollständigen Topf da. Und das Zeug dann zusammenzufinden, das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Aber ich kenne das auch, man hat dann so den ganzen Tisch, da breitet man dann diese ganzen Scherben auf, die man gewaschen hat, sortiert hat, nach verschiedenen Keramiksorten, nach Größen vielleicht auch noch. Und dann jedes Mal, wenn man dran vorbeikommt, die könnte doch passen. Wenn man den, ja. Ach so, das ist nicht, das man ist setzt sich nicht so, 8 Stunden dann dahin und versucht das zu... Gibt es natürlich auch, dass, also wenn es Regentage gibt, so ist wie jetzt, wo du nicht arbeiten könntest, also wir sind so ein relativ taffen Nehmen, also wir arbeiten da manchmal auch bei sowas, aber manchmal ist es einfach nicht hilfreich, bei Regen zu arbeiten, weil du deine Unterlagen werden nass, wenn du musst ja alles dokumentieren, ja, du greifst ja nicht nur einfach vor dich hin, sondern die Hauptaufgabe ist tatsächlich, alles zu dokumentieren, alles so nachher wiederholbar zu machen oder wieder einsehbar zu machen, was du gemacht hast. Und das ist natürlich vor allem mit ja, Aufschreiben, das ist aber auch mit Zeichnen zum Teil, Fotografiearbeiten etc. Mittlerweile nimmt man ja selbst so Sachen wie Drohnen und sowas zur Hilfe, um dann Fotos von oben machen zu können. Also diese Dinge, die müssen einfach gemacht werden und das verträgt sich nicht immer mit Regen. Nee, das ist natürlich klar. Und daher gibt es also auch Tage, wo du dann nur in der Grabungshütte oder im Bauwagen sitzt oder wo auch immer du gerade untergekommen bist und dann Scherben wäschst oder sortierst oder eintütest oder beschriftest oder sonstige Späße machst, die eigentlich nicht so spannend sind, aber wenn die natürlich auch gemacht werden müssen. Und dann, wie gesagt, dann gibt es dann immer so Momente, wo du dann einfach was ganz anderes machen willst, dann kommst du wieder vorbei an diesen Scherben und denkst, vielleicht finde ich doch noch was. Und also diese Momente kenne ich auch, also wo man dann auch spannende Sachen manchmal findet. Also wenn es gerade zum Beispiel Dinge sind, wo irgendwas draufsteht oder es sind irgendwelche Bilder drauf und wo du dann merkst, oh, da könnte das und das draus werden. Mhm. Also bei Ofenkacheln beispielsweise, das habe ich jetzt öfters mal gehabt, wo du dann die Bilder so langsam zusammensetzt und dann erkennst, ach, da ist ja doch was mit gemeint. Das ist ja gar kein Fuß, sondern das ist der Kopf von da drin und sowas mehr. Also das macht dann schon Spaß, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wäre das denn nicht, also einfach mal so ein bisschen technisch gedacht, wäre das denn nicht auch eine Anwendung für so 3D-Scannen und dann soll der Rechner auch schon gemacht, einfach ja, mal glaub, probierend einsetzen? Ja, ja. Wird gemacht. Das Problem ein bisschen, dass, weil es 3D ist, weil du natürlich die nicht nur Plan hast, sondern natürlich auch irgendwie. Ja. Aber soweit ich weiß, wird das auch schon versucht. Also man hat das soweit ja mal gemacht für die geschredderten Daten der Stasi ja. Unterlagen. Da hat man sowas schon mal probiert. Ja, genau, das habe ich nämlich, das ist das, was und, mich gerade so bringt, richtig. Ich meine mich jetzt dunkel im Sinn, dass das auch schon mal probiert worden ist. Aber da wird viel gemacht. Also wir machen mit 3D-Scannen und vielen anderen. Oftmals brauchst du auch nicht unbedingt alles zusammenpuzzeln. Meistens reicht es ja schon, dass du die Formen erkennst und dann, ja. Das reicht manchmal schon eine Scherbe, dass du weißt, ah, das ist jetzt der und der Topf, das ist der Durchmesser. Ja, ja. Da kann man schon an einer Scherbe aufgrund der Krümmung sagen, um was genau es sich dabei handelt beispielsweise. Dann brauchst du auch nicht alles puzzeln. Man macht es ja doch mal gerne. Den Rest kann man ja dann auch mit einem 3D-Drucker mal eben erzeugen. Also das fehlende Stück. Gibt's auch. Ja, auch echt? Schon gemacht. Ja, ja, klar. Ach. Also es gibt ja alles. Mittlerweile, man benutzen alles, was wir können. 3D-Drucker werden genommen. Also ist das denn nicht irgendwie verpönt dann? So. Nee, nee, also gerade für, also wir brauchen es natürlich nicht unbedingt immer, es ist natürlich auch mal eine Kostenfrage, eine Zeitfrage, ja. Aber wenn du zum Beispiel was ausstellen möchtest, dann bietet sich es ganz gut an. Also ich kenne zum Beispiel bei einer Grabung in Afrika, hatten das große Problem, sie hatten eine zerstörte Reliefwand und die wollten die gerne ausstellen und haben dann tatsächlich, weil die sonst nicht zusammenzusetzen war, haben sie die fehlenden Stücke rekonstruiert, haben sie dann eingebaut und haben dann gleich noch so eine Halterung dafür ausgedruckt. Also es ist halt ganz perfekt. Das passt. Also man kann es direkt von der Grabung in das Museum bringen und da zusammenstellen und hast dann hast sogar schon dran. Einen Ständer dafür. Also, das ist manchmal sehr praktisch, ja. Super, klasse. Okay, du bist also dann irgendwann mal Archäologe geworden und dann hast du zum Mikrofon gegriffen und gesagt, ich mache jetzt darüber Podcast. Oder ja, wie genau, ist das eigentlich gekommen? Das ist so gekommen. Also ich habe, es gibt mehrere Gründe. Also eine Geschichte war, dass ich mal eine lange Erkrankungsphase hatte mit meinen Augen, nichts machen konnte und dann irgendwann angefangen habe, Podcasts zu hören, weil ich irgendwie Radio nicht mehr ausstehen konnte mit den fröhlichen Morgen-Moderatoren. Das konnte man irgendwann nicht mehr ertragen und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie habe ich mal was vom Podcast gehört, das könnte ich nochmal probieren, was das ist.
Und irgendwann passiert es ja vielen von uns so, vom Hörer wird man irgendwann zum Macher. Und da dachte ich, worüber kannst du denn erzählen? Mhm. Über Podcasts. Und über Podcasts, ja klar. Ja, okay. Ich glaube, das Bier wirkt schon wieder. Dieses genau. Über Archäologie könnte ich noch ein bisschen was erzählen. Und dann hat sich das Ganze bei mir auch ein bisschen verstetigt, weil ich mehrfach mal auf Reporter gestoßen bin und da würde ich jetzt, glaube ich, große Kiste aufmachen, aber Wissenschaftsjournalismus ist immer so eine etwas schwierige Geschichte geworden letzter Zeit. Es gab früher mal gute Wissenschaftsjournalisten, die werden immer weniger, weil viele Redaktionen jetzt sagen, brauchen wir nicht mehr, müssen nicht, das kann doch der lokale Reporter auch machen, der kann doch über die Grabung erzählen. Und das Ganze ist auch ein bisschen dadurch erleichtert worden, dass die die Leute, die graben, die Denkmalämter und so weiter, dass die auch schon gemerkt haben, es hilft viel zu machen, viel selber vorzubereiten, viel Werbung sozusagen auch für das zu machen, was sie ausgraben, was sie finden, was sie erforschen. Denn wenn man viel Werbung dafür macht in der Presse, dann ist es dann einfacher, nachher dem entsprechenden Politiker zu sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Geld für unsere Grabung. Das führt dann unter anderem aber wieder dazu, dass alles sensationell wird. Aus der kleinen, dreckigen Scherbe wird dann irgendwo eine gigantische Sache aufgeblasen. Und das führt dann auch dazu, dass viele Wissenschaftsjournalisten glauben, ah ja, Archäologie ist ja immer was Sensationelles, immer was ganz Tolles. Ja. Und ist es halt nicht immer. Das ist auch viel Routine. Und, genau, das führt dann leider auch zu ganz skurrilen Berichten und Presseartikeln zum Thema Archäologie. Und nachdem es mir jetzt mehrfach selber passiert ist, dass Sachen, die ich den Journalisten erzählt habe, wirklich zu was ganz Skurrilem geworden ist. Also irgendjemand mal schrieb, dass Luther ich erzählte über die Ausgrabung in einem Lutherhaus in Mansfeld und rauskam, Luther war ein Dreckspatz, er hat irgendwie seinen ganzen Müll in den Garten geworfen. Moment mal, also bevor ihr Leute sowas macht, dann mache ich das doch lieber selber und dann nehme ich das Medium des Podcasts, da kann ich die Dinge so erzählen, wie ich sie gerne erzählt haben möchte, weil ich dann nämlich auch weiß, so kommt es auch an, wie ich es wiedergegeben habe. Nicht? Und red ganz gerne, man merkt das, glaube ich. Daher dachte ich, ist, glaube ich, leichter, als wenn ich es jetzt erst niederschreibe. Ja. Deswegen war Bloggen nicht so für mich das Ding, aber Reden war toll. Und ich habe festgestellt, ich habe zwar auch schon Vorträge öfters mal gehalten, aber man kriegt ja in einem Vortrag kriegt man immer nur so 30, 40 Leute rein. Aber in Podcasts hören die dann plötzlich Hunderte zu. Nicht? Und das ist halt großartig. Du hast Leute wirklich da, die sich genau für dieses Thema interessieren, die jetzt genau in dem Moment was über Zauberringe aus Pausnitz wissen wollen. Oder eben zu Müllarchäologie oder was auch immer. Und die erreichst du halt wirklich ganz genau. Und da weißt du, die hängen dir sozusagen an Lippen und hören dir genau dazu. Die Rückmeldung hast du auch bekommen. Die Rückmeldung kriegst du dann natürlich auch. Dann, klar, kriegst du auch die Rückmeldung dadurch, wenn die Leute nicht mehr downloaden, dann weißt du, da irgendwas läuft schief. Ja. Dann interessiert sie das Thema nicht mehr. Oder finden deine Stimme doof oder was auch immer. Aber es ist halt anders als in einem Vortrag, wo du halt die Leute für eine halbe Stunde da hast. Die hören sich das eine halbe Stunde an, danach ist das weg. Du hast den Vortrag verballert, aber bleibt vielleicht bei 5 von den Leuten irgendwo hängen. Wenn du das einmal im Podcast machst, dieselbe Aufwand, hast du aber eben ein paar hundert Hörer oder mehr und du hast eben Leute, die es auch noch nach Jahren hören können. Aber nur, wenn man zeitlose Themen hat. Wenn man es halt, ja natürlich, klar, also wenn jetzt als Archäologe hat man da gut Karten. Da hat man einen gewissen Vorteil. natürlich gibt es auch Forschungsergebnisse, die sich ändern sowas, das natürlich schon. Also ich glaube, meine ersten Podcasts würde ich auch wieder anders machen, aber letztendlich, die Themen bleiben natürlich bestehen. Ja. Also klar, die sind immer natürlich das aktuelle Forschungsstand, aber man hat halt trotzdem was auf dauerhaft bleibt und das finde ich halt auch das Spannende am Podcasten. Wie nimmst du auf? Was ist so deine als Solo-Podcast einfach alleine in genau, ich sitze im kleinen Kämmerchen zu Hause. Angefangen habe ich mal mit dem geschenkten Yeti, also nicht das große Tier aus Tibet, sondern mit einem diesem kleinen USB-Direktanschluss. Das ist für Anfänger übrigens ganz tolles Ding. Mhm. Also man investiert, glaube ich. Becky kennt's. Ich habe es nämlich an sie weitergegeben. Ah.
weil ich mir so ein HMC-Ding geholt habe. Ein Stehding? Nein, diese so ein HMC 660X. Ach so, genau, richtig. Das, was so Ralf Stockmann, beworben wurde. Ralf Stockmann Gedächtnis-Headset. Genau, richtig. Ja. Das habe ich dann auch gedacht, das funktioniert sicher wunderbar. Habe mir dann auch entsprechend ein kleines Mixer dazu geholt und ja, dummerweise dank meines Laptops ein hässliches Netzbrummen da drin. Oh je. Was ich bis heute nicht rausgekriegt habe. Es gibt ja irgendwie auch viele Wege, aber ich habe es noch nicht geschafft. Man kann da so Stecker löten. Genau. Ich und löten, genau. Ist schon mal ein Waldbrand in Kalifornien ausgelöst worden, auf die Weise. Oh, ich habe zu viel verraten. Jedenfalls ist welches Jahr? Dieses. Ja, was? Ganz aktuell, komischerweise genau zu dem Zeitpunkt, dass ich da oben war. Nee, jedenfalls habe ich jetzt noch wieder so einen kleinen Snowball mir gekauft, also so ein kleines Mikrofon, auch wieder USB, das einfach mit meinem Laptop nutzbar ist. Und jetzt gucke ich mal, jetzt werde ich mir Dings ein bisschen aufrüsten. Habe jetzt gerade einen alten Bürorechner abgestaubt und werde mal gucken, ob ich den jetzt wirklich zum Podcast-Rechner umbauen kann. Das ist jetzt so die Aufgabe der nächsten Wochen. Was ist die bevorzugte Software, die du da einsetzt? Ich mache es ganz billig mit Audacity, weil die, da habe ich halt einmal angefangen, weil die kostenlos war. Mittlerweile gibt es ja viel Besseres und Schöneres, aber ich weiß jetzt, welche Knöpfe ich drücken muss. Ich bin da etwas technisch unaffin und deswegen dachte ich, bevor ich irgendwie was Neues lerne und dann das nicht hinkriege, probiere ich es erstmal mit dem weiter und es läuft ganz gut. Wenn man weiß, welche Funktionen man nutzen will und kann, dann reicht das völlig aus. Das läuft dann anschließend über den Podlove Publisher. Wird es hochgeladen, ja. Läuft nochmal durch Afonic und mehr mache ich dann auch nicht mehr dran. Ach, du machst kein eigenes Publishing, sondern lässt das jemand machen dann? Über natürlich selber über Podlove ist ja, oh Gott, ja, WordPress Blog, ja. Okay, ja, das geht ja alles wunderschön. Das ist ja alles, Entschuldigung, also genau für mich gemacht. Ich habe dieses Einhornbier getrunken, jetzt kann ich nicht mehr denken. Aber jetzt dringe ich weiter, genau, jetzt habe ich angefangen. Kann nur besser werden. Sebastian, du hast die Farbe von diesem Etikett angenommen. Ich weiß nicht... Es sieht sehr merkwürdig aus. Kannst du das bestätigen? Oder ist das optischer? Ist, ich glaube, es ist ein optischer Täuschung, aber es sieht fast so aus. Es kann durch das Licht sein, weil hast du jetzt den Öffner geändert? Nein, ich hatte die anderen LED-Lampen, die sind jetzt gemischt. Das ist so ein gemischtes Weiß quasi aus allen Farben, die das also Rot, Grün und Blau gemischt, gibt dann natürlich so ein künstliches Weiß. Dafür den Öffner, ich probiere es auch nochmal. Muss ja weg. Ja, es muss ja weg. Apropos besser, also die Wetteraussichten sagen, es wird nicht besser bis Sonntag. Das fängt auch gerade stärker an. Also es regnet morgen auch den ganzen Tag durch. Tatsächlich. Ach was. Ich kenne ein paar Regenfans, die machen mal aber rückwärts. Ja. Dann klappt das. Das muss man einfach nur aushalten. Ja. Entschuldigung, ich habe dich abgewirkt. Nee, das war es auch schon. Langsam wird das sogar trinkbar. Ich gar nicht, ich habe das eben gar nicht so verfolgt. Hast du ein gewisses Zeitalter, was ihr euch anguckt bei den Ausgrabungen? Oder wie ist da die Spezialisierung? Ja, also es ist in Deutschland tatsächlich so, dass du im Studium dich schon spezialisierst auf bestimmte Epochen. Also als ich angefangen habe zu studieren, jedenfalls war das so. Mittlerweile gibt es auch wieder Versuche, ein bisschen mehr sozusagen generalisierend zu studieren, dass du also tatsächlich mehr über die Archäologie global weißt, aber auch natürlich dann dir auch Spezialthemen heraussuchst. Bei mir war es relativ früh klar, dass ich Interesse an Mittelalter und früher Neuzeit hatte. Ganz einfach deswegen, weil ich es sehr spannend finde, wenn historische Quellen und archäologische Quellen zusammenkommen. Welche Jahrhunderte genau? Das ist, also wahrscheinlich schlagen mich jetzt Historiker, wenn ich das so ganz verallgemeinere, weil da gibt es auch große Diskussionen, wann fängt das Mittelalter an, wann hört es auf. Also ganz grob 500, also nach dem Ende des Römischen Reiches, 500 nach Christus beginnt das Mittelalter, endet dann so mit den Entdeckungen Amerikas, mit dem Anschlagen der 95 Thesen, also so um 1500 ganz grob, wenn man es einordnen will. Und die frühe Neuzeit dann im Anschluss daran, also das, was quasi Lutherzeit ausmacht, darauf bin ich jetzt momentan. Okay, also du suchst keine Dinosaurierknochen. Nee, das machen wir Archäologen sowieso eher nicht. Okay.
Früher hätte ich immer gesagt, das machen wir gar nicht, aber mittlerweile gibt es tatsächlich selbst in Sachsen-Anhalt im Landesdenkmalamt jetzt die Bestrebung, dass man auch das mit reinnimmt. Also da wird nicht aktiv nachgesucht, weil es sich nicht lohnt? Oder? Doch. Also es gibt schon einen eigenen Fachbereich. Achso, aber nicht bei euch. Nee, so. Genau. Ja, okay. Und das, deswegen als Archäologe bist du, also Archäologie definiert sich als die Kunde der Dinge, die von Menschen gemacht worden sind. Also sprich alles, was menschlich ist, vom ersten Feuer bis eben zur Luftbodenrakete, ist theoretisch im Interessenfeld der Archäologen. Ja. Früher hat man gesagt, man interessiert sich nur für die vorgeschichtlichen Epochen, also da, wo man noch keine Schrift hat. Ja. Also vom Frühmenschen bis eben irgendwann vor den Römern. Ja. Und dann gab es dann immer mehr, die auch natürlich die Epochen mit Schriftzeugnissen und spätere Epochen in den Fokus genommen haben. Es gibt eben ägyptische Archäologie, römische Archäologie, es gibt eben auch die Archäologie des Mittelalters in der frühen Neuzeit. Die schweren Stand hatte anfangs, weil alle sagten, na wieso brauchen wir das denn? Wir wissen doch, was da passiert ist, wir haben doch die Schriftzeugnisse. Und wir konnten dann aber zeigen, wir haben ein paar Funde, wo wir sehen können, das stimmt nicht so, was in den Schriften so drin steht. Denn die Leute, die sowas niederschreiben, die Chroniken schreiben, die haben natürlich eine eigene Agenda. Und wenn die sagen, gut, der Krieg, den haben wir gewonnen, und du stellst fest, ist aber nicht so. Oder die Stadt hat nie gebrannt und du findest halt dann doch dann Spuren von Asche und so weiter. Dann musst du ja eben fragen, was stimmt denn jetzt? Und bei den archäologischen Quellen ist halt das Schöne, die kommen nicht intendiert in den Boden. Also niemand sagt, ich vergrabe das jetzt, damit die in 500 Jahren wissen, wie meine Version der Geschichte aussieht. Aber jemand, der das niederschreibt, der kann das so machen. Mein alter Chef hat immer dieses Beispiel genommen, wenn man ihn fragt, was hast du heute Abend so gemacht? Ja, ich habe natürlich erstmal ein bisschen in Marcel Proust geblättert. Ich habe dazu einen Bio-Apfel gegessen und ein Glas Selters ohne Kohlensäure. Und da guckt man dann seinen Mülleimer nach und findet dann eine halbleere Schachtel mit einem angebissenen Big Mac und irgendwie die DVD-Packung von Stirb langsam 3. Dann könnten dir Zweifel kommen, ob das, was er gesagt hat, was anderes war, als was er getan hat. Ja. Und so ein bisschen ist das mit Archäologie und den Schriftzeugnissen, dass man das so ein bisschen auch nutzen kann, um sozusagen verifizierend auf bekannte Inhalte hinzuweisen. Inwieweit zählen denn jetzt, oder habt ihr überhaupt Fundstücke, die euch zugesendet werden? Also wenn jetzt irgendeiner auf dem Acker meint, er hat was gefunden, das schickt er... Sind wir meist nicht so begeistert, wenn die Leute das machen, weil sie dann entweder nämlich dann in... Entschuldigung, der Kopfhörer rutscht mir immer ein bisschen weg. Weil der immer die Leute dann entweder schon in... Also, sagen wir so, es gibt unterschiedliche Ansätze also dafür. Also der bessere Ansatz der wäre bessere wahrscheinlich einfach den Archäologen anrufen. Zu rufen, zu sagen, pass mal auf, wir haben da was am Acker gesehen. Mhm. Und doch mal vorbei. Wobei, Acker ist schon wieder falsch. Also beim Acker ist es sowieso meist wurscht, weil ist der Flug schon durchgefahren und der hat sowieso den Kontext zerstört. Denn Kontext ist das Wichtige bei den Archäologen. Das heißt, das, was, was die... Zum Testen. Also wir müssen gerade lachen, weil Martin will ein neues Provisorium schaffen, indem er den Kopfhörer quasi an. Ja, du hast mir vorhin gesagt, wie wunderbar das funktioniert. Warum soll das nicht auch mit Köpfen und Kopfhörern funktionieren? Stimmt, Einhornbier ist nicht gut. Oder wir nehmen den S-förmigen Haken irgendwie. Entschuldigung. Nee, kein Problem. Der Kontext ist eben wichtig. Und der Kontext, wenn du quasi selber hingehen würdest als Laie und würdest das Stück einfach rausreißen, dann ist das für uns wertlos, weil wir nicht mehr wissen, wie hat das denn eigentlich da gelegen, was aus welcher Schicht kommt das, aus welcher Zeit. Vor allem ist das wirklich etwas, was er vielleicht nicht bei sich zu Hause in einem Römertopf oder so abkommt. Oder in einem Römertopf. Backen hat oder so. Ja. Aber es gibt oftmals dann Leute, die kommen dann mit irgendeinem Stein an und sagen, sehen Sie mal, das ist doch was. Ja. Da muss man denen ganz behutsam mitteilen. Ja, es sieht ich so aus wie ein Jesus, was, aber so ungefähr. Ich sehe eine Faustkeil in dem Stein. Ja. Da musst du halt ganz oft dann sagen, nee, tut mir leid, ist nicht, aber trotzdem danke, dass du vorbeigekommen bist. Man weiß ja nie, also was kommen die vorbei oder wird das per Post geschickt? Also per Post habe ich es noch nicht gekriegt, aber es kommen sehr oft Leute oder rufen mich an und sagen, oh, ich habe doch was gefunden bei mir im Hintergarten. Anrufen wäre ja schon oder, okay, wenn sie es nicht entfernt hätten. Dann. Ja, aber meistens haben sie es dann schon rausgekriegt. Okay. Also meistens, zur Ehrenrettung, meistens ist ja bei der Gartenarbeit, finden sie was oder sie finden am Wegesrand liegen oder wie auch immer. Okay. Wenn die es halt anfangen, danach zu graben, dann
begehen Sie schon eine, ich weiß nicht ganz genau, je nachdem, wo man sich befindet, entweder Ordnungswidrigkeit oder sogar gar schon Straftat. Mhm. Denn das wäre dann schon eine Raubgrabung. Ihr müsst das wahrscheinlich immer anmelden. Wenn ihr irgendwo anfangt, dann ja, natürlich. Also man muss, muss anders anfangen. Also selber musst du dir natürlich auch mal vor Augen halten, wenn ich selber anfange, irgendwo etwas zu erforschen. Ich will zum Beispiel wissen, ich habe die Theorie, da drüben müsste eigentlich ein Dorf gelegen haben. Da sieht man nichts mehr von. Wie kriege ich das jetzt raus? Und ich könnte natürlich jetzt hingehen und einen Schnitt machen, nennen wir das. Also einfach einen Graben legen und schauen, was sich da drunter verbirgt. Mhm. Aber ich muss mir natürlich als Archäologe mir die Frage stellen, ist das so wichtig, dass ich das mache? Denn wenn ich das anfange, zerstöre ich natürlich gleichzeitig das, was ich ausgrabe. Weil das ist dann weg. Also das habe ich zwar ausgegraben, habe ich dokumentiert, aber es ist halt nicht mehr da. Und der nächste Archäologe, der kommen könnte in 10 Jahren, der hätte vielleicht eine ganz bessere Methode. Der wüsste vielleicht schon. Oder andere Zusammenhänge und wüsste wahrscheinlich, wo er, sag ich mal, das Feld besser eingrenzen könnte. Genau, beispielsweise. Hm. Oder hat zum Beispiel schon eine Methode, wie man in den Boden guckt, ohne dass man gräbt. Was verzerrt. Das gibt es ja auch. Also wir haben ja da verschiedene Fernerkundungsmethoden, wo du tatsächlich ohne zu graben schon vieles herausfinden kannst. Eine klassische Kosten-Nutzen-Abwägung. Was ja, genau, jetzt, richtig. Mh. Also das musst du dir immer vor Augen halten und dann natürlich musst du mit den Denkmalämtern sprechen. Meist ist ja so, dass die Denkmalämter selber dann tätig werden. Meist nicht auf dem offenen Feld, sondern leider Gottes halt immer dann, wenn es nötig ist. Das ist bei Bauarbeiten der Fall, insbesondere bei Großbauten, bei Trassenlegungen von Kanälen, von Bahnschienen. Ja, gerade so Abwassergeschichten sind, glaube ich, sehr. Genau, richtig. Und kommt immer drauf an, wo du dann bist. In der Stadt ist meistens auch schon alles viel durchgewühlt. Mhm. Da gibt es auch schon Stellen, wo man sagt, quasi fast, da findest du wahrscheinlich nichts mehr. Da stellen wir nur mal einen mit der Schippe daneben. Aber es gibt dann eben auch Stellen, wo man sagt, da müssen wir jetzt auch wirklich mal ein wissenschaftliches Team hinschicken, damit die wirklich zwei, drei Wochen vorher ausgraben, bevor die Bauleute anrücken. Und das muss dann immer ausgehandelt werden, weil das ganz oft natürlich auch Verzögerungen sind, wenn der Archäologe dann was findet bei den Bauarbeiten zum Beispiel, wenn der Bagger drüber fährt und das ist, oh, da ist jetzt eine Grabstelle. Da macht sich natürlich nicht sonderlich beliebt bei den Leuten, die das bauen, weil die dann erstmal für ein paar Tage vielleicht nichts mehr zu tun haben und da steht der Bagger rum, der kostet Geld und die Leute müssen bezahlt werden. Und deswegen werden wir auch immer gerne so ein bisschen als Ausrede genommen, wenn die Sachen nicht fertig werden. Also an Berlin, dem Flughafen, sind wir nicht schuld. Was habt ihr da gefunden? Da sind wir, genau. Aber tatsächlich in Leipzig, glaube ich, am Flughafen haben sie schon mal ein paar Sachen gefunden. Beispielsweise, da hat es tatsächlich dann ein bisschen länger gedauert, bis die Startbahn fertig war. Aber letztendlich ist das ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was sonst der Bau ausmacht und was Bauverzögerung ausmacht. Also da sind wir, glaube ich, da gibt es schlimmeres Dinges als jetzt unsere Ausgrabungen. Irgendjemand sagte mal so schön, in Deutschland kostet die Archäologie so viel wie 2 Autobahnausfahrten im Jahr. Also ja, das ist halt nichts. Gegen dem gesamten Ausgaben, die dann pro Jahr getätigt werden, sind wir die Portokasse. Ne? Und das ist halt, muss man sich auch mal ein paar Augen rechnen, was dann eben daneben steht, was wir denn noch finden. Denn alles, was wir nicht ausgraben können, wird dann bei diesen Baumaßnahmen zerstört und da wissen wir nichts mehr davon. Ja, das ist dann weg. Ne? Und zwar für immer. Und das ist halt unsere Vergangenheit. Also darauf bauen wir heute unsere Gegenwart auf, sozusagen, was Sinn des Wortes. Und wenn wir das vernachlässigen, dann können wir uns wahrscheinlich als Gegenwart weniger gut definieren, als wir es jetzt können. Ja, und man könnte eben auch zum Beispiel, wenn wir als Luther zurückkommen, tatsächlich nochmal die Geschichte auf den Wahrheitsgehalt abklopfen sozusagen. Also hat er das jetzt wirklich in eigener Hand an diese Türen gemeißelt, getackert? Ja, also, wir haben schon mal gewitzelt, wir müssen eigentlich unter der Schlosskirchentür in Wittenberg graben, ob wir da Nägel finden. genau. Ich muss an dieser Stelle, glaube ich, meinen April-Scherz mal erwähnen, den ich mal gemacht habe. Es gab in Halle, als ich da angestellt war, noch am Museum, hatten wir die schöne Tradition, einmal im Jahr gab es einen April-Scherz, den wir in so einem ersten Blog, wo wir über Funde berichtet haben, gemacht haben. Und dann war ich mal in der Reihe und das war auch gerade so Anfang dieser Luther-Dekade und ich hatte dann die Idee, die dort gefundenen Nägel in diesen Kontext zu stellen, zu sagen, naja, das sind die Nägel, mit denen Luther schon geübt hat als Kind, als er in seinem Elternhaus aufgewachsen ist. Deswegen sind das so viele. Und es gab tatsächlich Journalisten, die uns angerufen haben und Näheres dazu wissen wollten, weil sie es für bare Münze genommen haben. Ja, klar. Obwohl es ja wirklich auch sehr absurd am Schluss geschildert worden ist. Nicht? Insofern, ich habe die Geschichte noch Jahre später Leuten erzählt, auch Reportern erzählt und
Und einer guckte mich mal gerade böse an und sagte, ja, einer von diesen Reportern war ich. Das Gespräch erstarb etwas. Naja, jedenfalls, manche Dinge kann man eben tatsächlich nur erforschen, wenn die Sachen noch da sind. Also es ist quasi wie, wenn man eine Seite aus dem Buch rausreißt. Man weiß nicht, ob was Spannendes drauf gestanden hat, aber wenn sie weg ist, werden wir es nie wissen. Ne? Kann es einfach nicht mehr wissen. Ja. Wir müssen noch über zwei Dinge unbedingt reden, nämlich über historische Penisse und über die Buddler-Matrix. Dann kommen wir zu dem, was wir vielleicht mal experimentelle Archäologie nennen. Gibt es da einen Zusammenhang? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Wer weiß, der Abend ist noch jung. Du darfst dir aussuchen, womit du anfangen möchtest. Womit möchte ich anfangen? Vielleicht mit der Buddler-Matrix, weil das ein bisschen relativ schön jetzt in dieses Luther-Thema einbinden okay. lässt. Okay, historische Penisse nicht. Doch, aber das führt dann wieder schön in die nächste Geschichte ein, die wir vielleicht dann... Okay, ja, dann nehmen wir die Reihenfolge, die du vorschlägst. Ja. Egal. Jedenfalls die Buddler-Matrix ist eigentlich ursprünglich mal die Luther-Matrix gewesen. Das ist ein Fernsehfilm, der für die ARD erstellt worden ist. Und zwar sollte das eine Docu-Fiction werden. Das ist ein... Becky lacht schon, die weiß schon, was kommt. Ja, ich glaube, hast du wegen der Aussprache gelacht? Docu-Fiction? Dann sag das doch nochmal. Docu-Fiction. Ach, sollte eine werden. Ach so, sie kennt Becky kennt die Backgrounds. Ja, ja, sie kennt die Abgründe. Von ihr stammt übrigens auch die Buddler-Matrix. Warte mal kurz. Hashtag. Was passiert? Wir können sie mal gleich live dazu schalten. Das Mikrofon genau. Ja, aber wenn du laufen willst, solltest du denn das Kopfgeschirr. Ja, ja. Versucht er gerade. Ach so. Ach, guck mal, da ist er. Ach, guck mal, wir haben einen Assistenten, Erik. So. Ich war dabei. Ja, wir hören. Wir glauben es dir. Vorhin haben alle das Mikro so weit weggehalten, deshalb wollte ich es jetzt nah rannehmen. Ja. Mirko, erzähl du doch erstmal, was es sein sollte. Es sollte eigentlich eine Docu-Fiction sein, ein neues Format, das Krimi-Handlung und Dokumentation miteinander verbindet. Und grundsätzliche Idee ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, das ein bisschen unterhaltender zu erzählen. Rausgekommen ist, wenn ich die Süddeutsche jetzt richtig zitiere, der schlimmste Fernsehfilm seit 1517. Und Mirko ist dabei. Ich bin ein Anteil an diesem Film, ohne es wirklich zu wollen. Man hat nämlich Experten dazu gebeten, in diese Krimi-Handlung sozusagen eingebunden zu werden durch ein Interview jeweils, das mit einer Dame, ich weiß gar nicht, wie sie im Film richtig hieß. Carla Kolumna. Carla Kolumna haben genannt. Wir sie nur noch genannt, weil irgendwie Carla Carlotta oder irgendwas, keine Ahnung. Sie sollte also ein Zwischending zwischen Ermittlerin, Kriminologin und Reporterin werden, was irgendwie auch keiner so richtig verstanden hat. Der ganze Drehbuch dieses Filmes war etwas sehr konfus. Wie gesagt, das sind dann echte Experten mit reingeschnitten worden. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, wie ein bisschen die Jungfrau zum Kinde. Und darf dann zwischen Frau Käßmann und zwischen dem Chef der Glaubenskongregation in Rom dann auch mal ein bisschen was über Luther erzählen. Aber wie gesagt, die ganze Rahmenhandlung macht das, den ganzen Film völlig irre. Also mit sämtlichen Klischees, die man über Hacker, über NSA, über sonst was haben kann, mit völlig hölzernen Schauspielern, einem... Das war ein Schauspieler? Das stand, glaube ich, auf ihre Gehaltsabrechnung. Archäologiestudenten haben sich was dazu verdient. Ja, man kannte sie auch nicht, das waren irgendwie unbekannte Gestalten. Wahrscheinlich bleiben sie auch unbekannt. Entschuldigung. Nee, ich weiß, fürs Drehbuch können sie nichts, aber sie haben es leider auch nicht wirklich geschafft, dieses Drehbuch zu retten. Waren der Fanclub. Ja, genau. Das Schöne war natürlich, also solche Filme kann man ja vor allem genießen mit viel Alkohol und mit guten Freunden. Und so kam es dann auch. Also wir haben dann über Twitter uns diesen Film dann, als er dann lief, angeguckt. Ich kannte ihn schon von der Filmvorführung, habe schon mal vorgewarnt. Also das muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Ich habe schon gesagt, dass er nicht sonderlich überzeugend sein würde. Das hat uns nicht abgeschreckt. Das hat euch nicht abgeschreckt. Und ich glaube, es war einer der lustigsten Abende, die ich in meinem Leben hatte. Also allein schon diese Hashtags dann zu lesen. Ich glaube, man kann sie unter Buddler Matrix auch noch im Twitter finden. Wir waren sogar in den Trends an diesem Abend mit dem Hashtag Buddler Matrix. Stimmt, es war sogar drin, ja, richtig. Ja. Und wir haben wirklich eine herausragende Interpretation dieses Films geliefert am Ende, würde ich behaupten. Oh ja, durchaus, ja. Also man kann es, wie gesagt, alles nachlesen.
Man sollte den Film vielleicht nicht dabei angucken oder so ist in es. Kurzen Dosen oder so. Also, oder nur auf diese 3 Minuten, die ich mal zu sehen bin oder so. Nein, nein, Quatsch. Aber ja, war super. Den Abend gerettet. Mirko war herausragend. Die besten 2 Minuten des ganzen Films. Ja, nee, aber das war also die Butler-Matrix. Okay. Solche Gefährnisse muss man dann leider auch in Kauf nehmen, wenn man mit den Materien zu tun hat. Dann sag aber schon mal für Terra X auf Butler, auf Butlers Klo, sag ich schon, auf Luthers Klo. Butlers Klo. aber ja, solche Sachen macht man dann mal gerne mit. Deswegen meine ich, es ist manchmal doch sinnvoller, die Wissenschaftskommunikation in die eigenen Hände zu nehmen. Da passiert einem dann das nicht. Oder man kann es dann selber planen, wenn man es haben möchte. Wenn man sich schon zum Affen macht, dann bitte selbst. Ja, genau. Das stimmt. Apropos zum Affen machen, das waren die historischen Penisse, würden noch gewünscht. Du machst ja Überleitungen wie vom Himmel. Das ist ja... Weiß ich nicht genau, worauf ihr hinaus wollt. Ihr meint wahrscheinlich diese... meine Themen im geheimen Kabinett sind genau. Ja dann... Unter anderem eben auch verschwundene männliche Anhängsel. Das passt ja auch zum Thema von, wie heißt er gleich? Tim, ne? Oder? Wer hat nochmal What's in your pants? Tobi und Jörn, ja genau. Hat Tobi mit verschwundenen Penissen zu tun? Wahrscheinlich nicht. Entdeckt neue, genau. Das ganze Armaturenbrett war voll. Dieses Foto, oh Gott. Und ja, das ist überraschend, wie oft diese Dinge verschwunden sind. Also Napoleon hat seinen verloren posthum, Rasputin hat seinen... auch nachträglich wieder meint man jedenfalls aufgefunden zu haben. Einmal ohne Spaß. Das ist ganz merkwürdig, ja. Tatsächlich? Echnaton. Weg? Also ja, im Sinne von abgeschnitten und dann entführt? Ja, also bei Echnaton hat man wiedergefunden, Echnaton sag ich schon, bei Tutanchamun hat man ihn tatsächlich wiedergefunden, der war mal vermisst worden bei seiner Mumie, hat ihn dann auf Röntgenaufnahmen wiederentdeckt, weil er war nur weggerutscht, also bei der Mumie. was haben wir denn noch? Bei Napoleon ist er tatsächlich geklaut worden von denjenigen, die ihn seziert haben, ist ja auf Elba gestorben. Ja. Und Elba ist ein kleiner Name. Ja, das bringt immer durcheinander die beiden. Egal. Jedenfalls ist er, nachdem er gestorben war, seziert worden. Man wollte ja wissen, ob er wirklich natürlichen Weges verstorben war oder nicht. Und da haben dann Anatomen, der Anatom, der ihn seziert hat, der Arzt hat dann offensichtlich Dinge mitgehen lassen als Erinnerungsstücke. So die wichtigsten Dinge, was man so halt souveniert ist das, mitnimmt. Ist das am höchst gehandelsten vom Preis auf dem Schwarzmarkt oder? Nee, es gehört tatsächlich jemandem, also ist jetzt nicht momentan auf dem Markt. Es gehört irgendwie dann über verschiedene Familienbande dann auch wiederum auf eine Versteigerung gelangt, ist aber dann nicht versteigert worden, merkwürdigerweise. Okay. Wobei dann die Times, glaube ich, getitelt hatte, Not Tonight, Josephine. Also heute Abend mal nicht. Und dann tatsächlich wieder doch erworben wurde und heute auch leider nicht öffentlich zugänglich ist. Ja, aber dann, man heute nicht richtig weiß, ob es sich wirklich um das Stück, welches Stück handelt. Das gleiche ist mit dem besten Stück von Rasputin, dass sich jedenfalls in einem Fall, wo man es behauptet hat, dass es das sei, sich als eine mumifizierte Seegurke herausgestellt hat. und vieles mehr. Es gibt übrigens auch den Penis von John Dillinger, den auch in einem Glas im Smithsonian in Washington ausgestellt wird. Jedenfalls ist so ein Glas mit einem menschlichen Überrest darin. Ist wahrscheinlich nicht John Dillingers. Aber das ist überraschenderweise oft der Fall, dass Menschen Teile von anderen Menschen mitgehen lassen. Ne? Das ist schon ein bisschen skurril. Es ist sehr skurril, aber es ist manchmal spannend, weil es ist ja schon komisch, warum lachen wir drüber beispielsweise, ne? Weil es ja doch ein bisschen tabubehaftetes Thema ist. Ja. Und dann wiederum, dann amüsiert es ja uns ja doch, wenn wir dann eben diese merkwürdigen... Fingernagel wäre uninteressant. Fingernagel, ja, oder... Ja. Gut, der ist ja bald Einsteins Gehirn ist auch unterwegs, liegt auch zum Teil in einem Schließfach in den USA. Wahrscheinlich schon mehrfach geteilt. Ist auch schon... Es wurde dafür rausgenommen, weil man es tatsächlich untersuchen wollte, ob er was Besonderes... Ja. Nee, macht's. Ja, richtig, ne? Ja.
Hier steht schon der Wanderpenis des Pharao. Richtig. Ja, da war es da war doch schon unser Folgentitel. Aber ja. Oh, nee, wir brauchen was Blumiges. Das, was hast du was Blumiges Archäologisches? Was Blumiges Archäologisches. Ja. Das Zeug grabe ich ja meist weg. Blumen? Also wenn sonst ist es so, dass Umweltschützer oder Umweltämter und die archäologischen Ämter immer ganz gut zusammenarbeiten, weil wir wollen ja eigentlich immer, dass keiner rangeht an die Stücke. Mhm. Wir wollen ja sagen, grabt mal da nicht und baut da mal nichts, weil wir wollen es vielleicht in 100 Jahren erst ausgraben. Und die Naturschützer sagen natürlich meist auch, lasst das mal alles stehen, da wächst alles gerade so schön. Da ist jetzt gerade die dreifach gedrehte Ringelblume von sowieso. Und nur dann, wenn wir tatsächlich mal zu graben anfangen, dann sind die Naturschützer meist nicht so begeistert, wenn wir es machen. Genau. Ich hatte mal den Fall, dass ich irgendwie drei naturgeschützte Bäume auf meiner eigenen Grabung hatte. Das war ein bisschen schwierig, dann mit denen dann auszuhandeln. Hast du drumherum gegraben dann? Ich habe die tatsächlich stehen lassen müssen, ja. Also ich weiß nicht, ob sie noch heute stehen, weil wahrscheinlich wir das Wurzelwerk ein bisschen erwischt haben. Ich fürchte jedenfalls. Was abgegraben, ja, so alles halt weggegraben. Ja, ja. Super. Wir müssen ja danach auch wieder die Gelände wiederherstellen. Also das muss dann auch verdichtet werden und sowas, damit da eben keiner einbricht. Was ja in Sachsen-Anhalt öfters passiert, dass Leute irgendwie so plötzlich über den Parkplatz gehen und irgendwo dann stocktiefer landen. Das ist natürlich doof. Das sind wir aber nicht immer schuld, jedenfalls. Nee, klar. Es gibt ja ein Feld der Archäologie, das ist experimentelle Archäologie. Machst du sowas auch? Nee. Was also ist das? Darf experimentelle Archäologie, ja. Das ist der Versuch, die Dinge, die man gefunden hat und rekonstruiert hat, also experimentell wieder zu überprüfen, ob das funktioniert. Also beispielsweise, man hat eine Speerschleuder gefunden und baut danach und guckt, was kann man damit wirklich machen. Oder beispielsweise, was ja auch überrascht, wenn man eine Steinaxt hat und eine Eisenaxt und fällt damit ein Baum, wie schnell ist man damit? Lustigerweise genauso gleich schnell. Das Problem ist nur, die Eisenaxt kann halt jeder herstellen und die Steinaxt eben nur jemand, der wirklich jahrelang Erfahrung hat damit. Ne? Okay, ja. Und wenn man keine Ahnung damit, mehr hat. Ist halt, und du kannst eben die Eisenaxt immer wieder einschmelzen, wenn du das Material wieder brauchst. Das kannst du beim Stein eben dann nicht. Und daher ist die, sowas ist dann ganz wichtig, wenn man das mal probiert. Oder es gibt Leute, die sich als mit der historischen Ausstattung eines Legionäres mal einfach über die Alpen marschiert sind und ähnliches mehr. Also das gehört alles sozusagen dazu. Und da kann man dann tatsächlich testen, sind die Ideen, die man zu manchen Dingen hat, also beispielsweise auch bei diesen Legionärsgeschichten, stimmt zum Beispiel die Aufhängung vom Schwert, funktioniert das überhaupt so? Der hat dann festgestellt, manche Sachen gehen gar nicht. Die würden sich... Uns wird Alkohol angeboten, wir können die Zettel auch. Also. Ja. Mögt ihr denn das? Möchtest du das? Entweder reden wir noch nicht genug Quatsch oder. Vielleicht später. Jemand später möchte gucken, was passiert. Genau. Es sollte eigentlich unauffällig sein, aber. Völlig. Das hat keiner mitbekommen. Nein. Das schneiden wir alles raus. Nachher gibt es noch so Verschwörungstheorien, was reichen so das auf, haben den Zettel? Auf den Zettel, genau. Da sind ja auch im Video drauf zu sehen. Also, okay, ist das geklärt, die Frage? Was ist experimentelle? Genau, das war, und ob er das auch macht, das wäre die Anschlussfrage. Und er hat gesagt, nein, aber ich würde das gerne jetzt machen, nämlich Experimente mit dem Publikum. Ach so, okay, zum Thema Archäologie. Aber das Moment, experimentelle Geschichtsforschung. Wir müssen natürlich erst dekorieren. Okay. So. Wir müssen erst dekorieren. Darf ich? Das ist so ein Bausatz, wir müssen den erst zusammen. Das ist aber Plastik, das ist, glaube ich. Das ist, habe ich ausgegraben. Nicht originalgetreu. Warte mal, wo hast du das ausgegraben? Ich habe kein Einhornbier gehabt, das muss ich sagen. Sogar mit Elektronik. Also, wir müssen also so bauen. Also Mittelalter könnte ich jetzt ausschließen, oder? Ich bin ja subrezent. Du hast ja gesagt, du bist Grobmotoriker. Jetzt mal gucken, wie das denn hier, wie ihr den grobmotorisch so drauf seid. Das glaube ich, hin. Also, weißt du, das ist was auf den Kopf zu setzen, oder? Ja, genau. Euch ist aber schon klar, dass wir einen Videostream haben. Ja, natürlich. Oh, deswegen ist es ja auch. Oh, warte mal. So? Und das muss ich jetzt im Bauch legen? Mein Bauch passt aber nicht. Das sind doch Stäbe, die leuchten. Das ist doch für den Arm, oder? Ja. Ah, guck. Okay, und? Oh. Ja. So. Und Lars hat das ohne, was nicht geht. Ist es an? Nee. Ja, hier steht auf On. Gibt's, es gibt Hoffnung. Achso, da muss ich das hin. Ja. Hinter dir. Ja. Tauschen. Kaputt. Tauschen. Gut. Tauschen. Guck mal. Das ist doch wie mit den Lampen hier, ne? Du hast doch auch eine Lampe gehabt, die nicht ging. Ja, die war aber nur im falschen Modus. Ach, die war nur im falschen Modus. Das sage ich auch immer, wenn ich nicht aufstehen will. Oh, ach, so, ich will nicht aufstehen, ich bin im falschen Modus. Ich finde, ihr seht total klasse aus.
Super. Das total seriös, ne? Stand nicht in meinem Vertrag. Jetzt setz endlich auf. Jetzt so. Setz endlich auf, nicht in diesem Ton, ja? Das ist so nicht, nicht, junger Mann. So nicht. Oh, da steht ja. Oh ja, schick. Da steht ja so gut. Sehr gut. Ich gucke jetzt nicht in den Stream. Ja. So, okay. Wer es danach über Audio hört, der verpasst das. So, so gut. Ja, also wir haben, um das im Audio nochmal zu beschreiben, wir haben. Ach ja, natürlich. Nehmen wir die. Danke, mal, danke, dass du an die, die treuen Audio. Ja, das ist ein. Ich kann das in dem Licht schlecht identifizieren. Entweder ist es so orange oder rot. Und es leuchtet. Und. Ja, und das sind halt so Glasfaser. Wir haben Glasfaser, genau. Ja. Die sind Glasfaser. Und die sind mit einer mit zwei LEDs beleuchtet und ist halt ziemlich dämlich. Das ist schon wahrscheinlich die einzige Glasfaser, die Sorschied jemals sehen wird. Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, vielleicht die Strecke statt mit Funk mit Glasfaser zu machen, aber ja, die Investition habe ich mir gedacht, die können wir. Die können wir in solche Dinge stecken. Ja, genau. Ja. Was Sinnvolles. Machen wir doch lieber was Sinnvolles aus dem Geld. Aus dem Glasfaser. Ja. Wir haben das einfach zerschnitten und haben jetzt für alle solche genau. Glasfaser. Wir hatten eine Rolle Glasfaser für Sorschied und das haben wir daraus gemacht. Das war das Sinnvolle für Geld. Genau. Ja. Okay, ich sehe, wir sind ausreichend vorbereitet für das Publikumsspiel. Ui. Der Mirko hat Fragen mitgebracht. Und wir wollen drei Runden spielen, haben wir gesagt. Ne? Wir spielen drei Runden aus. Und für jede Runde brauchen wir zwei Kandidatinnen und Kandidaten. Einer sagt die richtige Antwort und der andere die falsche. Und dann hat er mit der richtigen gewonnen und mit der falschen verloren. Also das Prinzip so kennt ihr auch, wenn ihr beispielsweise die lange Nacht, wie heißt das, die lange Podcast-Nacht mitgemacht habt? Gala Beneath-In oder Day of the Podcast. Gala Beneath-In oder so ähnlich heißt das, ne? Also ja. Genial daneben wird das, glaube ich, auch schon mal plagiiert. Das heißt, also man kommt eine Frage gestellt und man versucht sich immer mehr an die richtige Antwort heranzutasten. Wer sind wir? Ich habe nicht aufgepasst. Bitte? Wer sind wir? Die Antworten oder die Fragen? Nein, da. Antwort da. Zwei Opfer, ich meine zwei Freiwillige aus dem Publikum. Genau. Kommt schon mal die ersten zwei bitte nach vorne. Keiner traut sich. Es gibt auch was zu gewinnen. Es gibt auch was Nettes zu gewinnen. So. Und es ist kein Einhornbier. Nee. Das darf ich schon mal vorausschicken. Nein. Ich hab's gemerkt. So einfach. Also. Ohne das Ding geht das nicht. Darf ich ein Foto machen? Wovon? Von dir. Was habe ich getan? Du siehst einfach so gut aus. Oh, es ist sowieso. Gleich getwittert, oder? Es ist gleich leer. Also hier kommt nichts mehr rüber. Also, weißt du, was mir Gedanken macht? Wenn ich dieses Ding aufsetze und du sagst, das ist eine Verbesserung. In der Tat. So, macht keiner mit? Wir können auch das ganze Publikum befragen. Also der eine Idee hatte, greift sich mit. Ich wette mit euch, wenn wir besser. Das umdrehen, dann machen sie mit, wenn wir antworten müssen. Können wir auch machen. Also ja, aber dann bleiben wir die Runde Gewinne. Mit euch machen? Dann bleiben wir die Gewinne hier. Achso, also ja, für die besten welche. Fragen, okay, oder? Das gesamte Publikum genau. Macht mit, gar nicht zwei daran aussuchen. Okay, machen wir es so. Ja. Bereit? Ja. Warte perfekt, mal, dann fangen wir an. Was ist der Preis, um den wir spielen? Der Preis, den wir spielen. Wir haben noch zwei. Es gibt zwei Kandidaten, Martin. Es gibt zwei Kandidaten? Ja. Okay. Ich dachte, passend zum heutigen Abend gibt es Luthers Kräuterthesen. Zum Trinken. 95 davon. 42%? Genau, für jede Runde habe ich einen. Ob ihm das gefallen hat? 95%. 95? 95%, 95 Umdrehungen, ja. Gut, seid ihr bereit? Okay. Einfach reinrufen, was ihr denkt. Was macht ein Tittentaster? Ein Tittentaster. Was macht ein Tittentaster? Moment, ich präzisiere die Frage. Was macht der Tittentaster und warum? Sind wir im Bereich der Medizin? Nein. Ja, oh, jein auch. Auch Medizin. Also, es sind alles historische Fragen, die ich heute stelle. Okay. Ja, genau. Abwechseln oder. Wie ihr wollt, was euch einfällt. Sag du mal was, Judith.
Wenn mir nur was Gescheites einfallen würde. Es handelt sich um einen Menschen, so viel möchte ich schon mal helfen. Okay. Reden wir hier von menschlichen Titten? Ja, tun okay. wir. Hör mal, das geheime Kabinett, was denkst du? Der Regen wird lauter. Der Regen wird lauter. Ach, der Regen ja. wird lauter, man, ja. hört, man hört dich nicht. Es geht um einen, ist das ein Beruf? Im weitesten Sinne ja. Bekommt man Geld dafür? Hat man bekommen, ja. Es ist ein historischer Beruf. Es ist ein historischer Beruf. Gibt es den Beruf noch? Ich hoffe nicht. Nein, ich denke nicht, weil der Grund, warum diesen Beruf gab, den gibt es auch nicht mehr. Deswegen. Reden wir grob vom Mittelalter. Wir reden grob vom Mittelalter und darauf folgenden Jahrhunderten, ja. Also wir können ja schon mal feststellen, was da gemacht worden ist, ist relativ klar. Ja. Warum? Warum könnte man sowas machen? Also wenn du sagst, dass es hoffentlich diesen Grund nicht mehr gibt, hat es irgendwas mit Hexenverfolgung zu tun? Wenn nicht hoffentlich, aber es gibt ihn einfach nicht mehr. Okay. Nee, Hexen haben nichts damit zu tun. Hat aber, es was mit der Gesundheit ja. der Betasteten zu tun? Ja, hat es. Geht es um Brustkrebsvorsorge? Ich glaube, damals wusste man noch nicht, was Brustkrebs ist. Im Mittelalter noch nicht. Nee, noch nicht, aber es hat sozusagen im weitesten Sinne mit der Gesundheit zu tun, ja. Hat das etwas mit der Gebärfähigkeit zu tun? Nicht der Gebärfähigkeit. Hat das etwas damit zu tun, ob die Person zum Beispiel als Amme geeignet? Ja, genau, das ist es. Und zwar gibt es noch in Lübeck und in anderen Städten gibt es noch sowas wie, ich glaube in Lübeck gibt es noch den Tittentastergang. Da haben tatsächlich Ammen ihre Dienste angeboten okay. und da gab es dann offizielle Beauftragte, die tatsächlich nachprüfen mussten, ob die Damen dafür geeignet waren. Sozusagen die Zulassung. Achso, wenn ich schon mal runtergeht, darfst du auch gerne den Wind schon abholen oder wir bringen ihn nachher runter? Ich hol die nachher. Ja, genau. Ja. Okay, wir haben also... Wird danach an die Tür genagelt. Das ist genau. alle 95. Das ist alle für 95. Judith und das ist der Trostpreis für den Zweiten. Ach, schön. Hm? Wunderbar. Applaus, 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 Applaus. So, wer möchte noch? Wer möchte was noch einmal? Ja, gerne. Achso, mach wir gleich weiter. Nee, oder ja. Machen wir gleich weiter? Wir weitergeben. Machen weiter. Ja, ja. Warte, super. Okay. Okay, wenn ihr soweit okay, seid. Wenn ihr soweit seid, dann die Frage. Denn, jemand anderes schlägt sich drum. Achso, okay. Okay, also, schlägt sich niemand drum. Warum verbrachte ein Rentier 1941 5 Wochen unter Wasser? Es war auf einem U-Boot. Ja. Warum? Es war ein Geschenk. Mensch, ja, das ging ja super. Mensch, das ging ja was? Fix, ja. Wie was? Es war ein Geschenk. Ein Rentier namens Polyen. Polyester? Polyen. Wurde an den Kommandanten okay. des amerikanischen U-Bootes von den Russen geschenkt, nachdem er erzählt hatte, dass seine Frau jetzt zur Weihnachtszeit den Kinderwagen durch den tiefen Schnee in England schieben musste, worauf dann sein russischer Gastgeber sagte, dann brauchst du wohl ein Rentier und schenkte ihm dann kurzerhand eins. So war, dass man mit dem U-Boot nach Hause fahren musste und das Rentier dann weil man natürlich auch Feindfahrt war, 5 Wochen lang unter Wasser in diesem U-Boot eingesperrt war. Man kann sich vorstellen, wie das wahrscheinlich geruchsmäßig abgelaufen ist. Hat das denn überlebt? Es hat dann noch 5 Jahre gelebt. Lustigerweise in derselben Woche, als man das U-Boot dann nach dem Krieg zerschrottet hatte, ist dann auch das Rentier gestorben. Also, ob es da Zusammenhänge gibt, wissen wir nicht. Gut. Mysteriöse Todesfälle, genau. Jetzt muss ich gerade nochmal. Jetzt kommen wir zur dritten Runde. Möchte noch jemand anderes ran? Oder jetzt wollt ihr nochmal die dritte also Runde? Also, die dritte Runde. Für diejenigen, das Audiosignal ist jetzt durch den Regen und die Plane natürlich verstärkt. So. Verstärkt, verstört, verstört. Knistern. Verstärkt, ja. Verstört, genau. Verstört, ja. Also nicht erschrecken. Also, wir erhöhen jetzt den Spieleinsatz. Ja. Okay. Es geht erneut um Luthers Kräuterthesen. Aber wir legen eine Original-Sendegarten-Mudose obendrauf. Meine Güte. Yeah. Ja. Okay. Seid ihr bereit? Ja, es kann losgehen. Es kann losgehen. Was ist ein Bastardfaden? Ein Bastard. Ein Bastardfaden. Reden wir von Textilien?
Im weitesten Sinne ist das auch bei Textilien, ja, aber... In dir von einem tatsächlichen Faden, der irgendwo raushängt? Nein, kein richtiger Faden. Okay. Es dient ein Bastardfaden irgendeiner Art von Kennzeichnung? Ja. Okay. Der Kennzeichnung von Bastarden? Ja. Das ist ja naheliegend. Ja, genau. Der junge Mann denkt mit. Wird spannend. Ja. Ja, das ist ein... Welcher Zeit sind wir denn? Mittelalter. Ja. Frühe Neuzeit? Mittelalter, ist gut, genau. Ja. Wo hat man denn Bastarde gekennzeichnet im Mittelalter? Wie? Wie? Mit einem Faden. Der nimmt alle Informationen sehr ernst. Das saugt auch wie ein Schwamm. Ja, ja. Super. wie macht man das denn? Was könnte man denn machen, außer mit dem Faden? Eine Kopfbedeckung? Nein. Nein. Im Mittelalter. Handball. Was gibt's da für Menschen im Mittelalter? Irgendwie Fußfessel. Nein. Nee, was ist ein Bastard überhaupt erstmal? Was ist ein Bastard? Ein uneheliches, gezeugtes Kind. Genau, ja. Richtig. Und warum muss man das kennzeichnen? Bei der Geburt. Nein. Bei der Empfängnis? Nein. Das würde ich jetzt genauer wissen. Wie stellst du dir das vor? Hat das einen religiösen Kontext? Nein. Beim Begräbnis? Nein. Auch bei der Hochzeit? Steuern? Nein, also nicht wirklich ein Ereignis, sondern so im Alltag sozusagen. Wann oder warum? Im Alltag, wenn man das kennzeichnen wollte. In der irgendwie Erbfolge? Nach außen hin. Ja, auch in der Erbfolge. Im Stammbaum? Ja, und was, wie zeigt man das im Stammbaum? Da wurde so ein Faden eingenäht an dem Namen. Oder was hat man noch außer dem Namen im Stammbaum? Ein Stamm. Geburtsdatum? Auch, aber was noch? So als Zeichen irgendwie? Die Herkunft bezeichnet... Ja, die was, noch, was kommt noch dazu? So, was haben die noch so für Zeichen daneben vielleicht gemalt? Tierkreiszeichen? Nein. Es kann auch kreisförmig sein, meistens eher so... das Geschlecht? Eher so eckig, dreieckig oder so. Nein. Dreieckig? Ja. Ich bin jetzt gerade bei Harry Potter. Nein. Was gibt's denn da für Menschen? Was machen die Menschen so im Mittelalter? Sterben. Ja, und wie sterben sie nicht an der Pest, sondern wo auch? Dienen, herrschen. In, bei Krieg zum Beispiel. Was? Im Krieg. Sie fallen. Ja, und wenn sie im Krieg sind, was haben sie dann so dabei? Ein Wappen. Ja. Und was ist der Bastardfaden? Ein Wappenzeichen. Ja, perfekt, genau. Man hat tatsächlich mit einem einfach quer verlaufenden Balken oder einem Faden, wie man es dann heraldisch sagt, gekennzeichnet, dass es eben kein sozusagen direkter Abkömmling desjenigen ist, der das richtige Wappen führt, sondern eben nur der Bastard. Aber die durften trotzdem Wappen führen und deswegen sieht man manchmal, die Schilder haben dann so einen Strich durch sozusagen. Ja, richtige Antwort. Bravo! Und auch hier. Und wir haben einen letzten. Ich habe ihn schon hier liegen. Ich habe ihn schon hier vorne. Sucht ihn schon. Das ist einmal für den Sieger. Das ist für den Sieger. Und dann, weil Becky ja so auf Gender aufpasst, bin ich mir beim Mu-Dose und so weiter immer nicht so ganz sicher, ob das richtig ist. Und zum Ausgleich, damit es auf jeden Fall gendergerecht zugeht, gibt es dann noch eine Dose stramme Jungs dazu. Also das ist so. Sehr schön. So. Ja, danke schön fürs Mitmachen. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Stramme Jungs haben. Ja, schon. Willst du meine strammen Jungs? Das klären wir später. Ah. So schön. Wunderbar, wunderbar. Also ganz herzlichen Dank, wunderbares Publikumsspiel. Und damit kommen wir ganz langsam von der Gartenbank herunter. Mirko, du kannst noch ganz viel erzählen. Ich würde ja auch noch so gerne zuhören, aber wir haben schon so eklatant überzogen. Ja. Sebastian hatte vorher gesagt, nein, wir müssen aber auf die Zeit achten. Ja. Und jetzt haben wir schon total kaputt gemacht. Aber wenn ihr das gestattet, dann machen wir jetzt einfach weiter. Wollt ihr? Super, danke, das hatten wir nicht besprochen, aber so sollte es sein. Sehr gut. Und damit kommen wir auf das Querbeet. Was?
Nimmst du sofort ab. Das ist nicht bequem. Eine Kappe hilft. Eine Kappe hilft. So. So. Wir hatten eingangs gesagt, wir sind in Potsdam. Das haben wir jetzt auch durch den Regen und mehrfach schon. Ach, ihr seid aber. Lass es auf. Mögt das nicht? Okay, wenn es wehtut. Morgen wahrscheinlich noch auf. Ich wollte nur gucken, ob es noch an ist. Ja, okay. ja, natürlich. Das stimmt. Meinst du, es ist ausgegangen? Ja, ist ja unerhört. Das wollte ich gerade. Es wurde später. Ja, hier, nimm doch einfach seins. Ich habe da was abzugeben. So einfach. Ich hab auch noch das so ein Einhornbier. Ja, genau. Bei eBay. Zweite Wahl. So, ich finde das schön, aber ich habe ja auch die Kappe auf. So, die Kappe. So. Wir haben ja eingangs gesagt, wir sind auf Potsdam und da gibt es ein tolles WLAN und unsere Technik-Ecke soll diesmal sich mit dem WLAN beschäftigen. Und deshalb frage ich den Sebastian einfach mal, was hast du in diesem Jahr hier technisch aufgebaut? Ja, also in etwa vom Prinzip das gleiche vom letzten Jahr. Das hilft natürlich jetzt nicht allen weiter. Richtig, nur doppelt so groß. Es leuchtet. Es leuchtet, ja. Ja, im Prinzip ja, wieder die LTE-Antenne ausgegraben und verbessert und halt mehr Inhalt reingepackt und halt so die Schwachpunkte, oder was heißt Schwachpunkte, halt optimiert halt, ne? Und genau, ich hatte es schon erwähnt, zwei LTE-Module sind jetzt drin, statt einem sind jetzt auch so Industrie-LTE-Module, die halt auch so in einem richtigen wasserfesten Gehäuse sind. Und mach nochmal ganz, ganz basal. Also im Nachbarort steht ein Kirchturm, da ist eine LTE-Antenne. Richtig. Da gehst du mit der ersten Antenne dran und holst dir das ein Stück weit Genau, hin. Also wir sind selber in der Talsohle quasi. Ja. Und also das ist der Veranstaltungsort und dementsprechend ist der Empfang, der geht halt über uns drüber, aber nicht ins Tal rein, so gesehen. Und ja, das ist dann halt relativ schwierig. Ja, und deswegen war eigentlich die Grundidee, weil ich dann so mal auf der Versorgungskarte vor zwei Jahren, also letztes Jahr geguckt habe, eigentlich ist außenrum relativ guter LTE-Empfang, zumindest auf diesem Hügel. Da konnte man auch den Höhenunterschied ganz gut sehen. Und also war eigentlich die Idee zu sagen, okay, man müsste ja eigentlich nur eine Station dahin stellen und das LTE-Signal dort in Empfang nehmen und dann halt weiter ins Tal über eine Richtfunkstrecke zum Beispiel weitergeben. Also das Internet, um es ganz, ganz pauschal zu sagen. Ja, und das war schon letztes Jahr so und dieses Jahr habe ich einfach das Setup verdoppelt so gesehen vom Empfang, vom LTE. Ja. Was auch noch hinzugekommen ist, halt die Akkuversorgung ist jetzt in eine Extra-Box gekommen, dass wir jetzt auch länger streamen können, ohne dass ich Akkus tauschen muss. Und die Akkus können jetzt auch im Betrieb getauscht werden. Dass wir also auch keine Unterbrechung haben. Letztes Jahr gab es ja mal ein Problem, als in der Küche die Sicherung rausgeflogen ist. Genau, da gibt es eine USV. Da hochfahren und so. Richtig, also erstens benutzen wir diese Küche dieses Jahr nicht so aktiv. Zweitens habe ich eine USV mitgebracht für den Fall der Fälle. Okay, das heißt, der Betrieb der WLAN-Versorgung wäre dann erstmal gepuffert sozusagen. Richtig, ja, weil das Problem ist, wenn der Rechner runterfährt, das ist so ein, das ist halt so ein Enterprise-WLAN mit Controller. Also wenn man selber so eine Fritzbox zu Hause hat, dann klar, wenn die ausfällt, dann muss die halt auch booten. Bei so einem WLAN-Controller, der muss halt auch booten und das dauert dann halt auch schon mal irgendwie 5 Minuten, bis alles dann wieder steht und dann hat man natürlich in den kein Netz und kein Streaming und alles. Unabhängig jetzt von der Strecke, die du da gebaut hast, du musst ja hier irgendwie das Gelände ausleuchten, wie die Fachleute so sagen, also diese Access Points oder Router oder was auch immer hinsetzen. Wie viele hast du hier im Einsatz und wie hast du die verteilt, nach welchem Muster? Aktuell sind, glaube ich, von den 6, die ich dabei habe, 3 oder 4 verteilt. Eigentlich man kann das also ausleuchten. Also der Vorteil durch den WLAN-Controller ist halt, dass das Ausleuchten oder halt die Verteilung der Controller halt mit übernimmt. Das heißt also, man hat quasi so einen fast nahtlosen Übergang zwischen den Access Points. Ne, würde man jetzt einzelne Access Points setzen, die unabhängig voneinander operieren, dann würden die sich gegebenenfalls, wenn sie auf den gleichen Frequenzen senden und empfangen, ins Gehege kommen. So. Durch den Controller, der kann das Ganze etwas intelligenter managen. Also das ist der Vorteil, wenn man so einen Controller im Einsatz hat. Und ich nutze halt so Ubiquiti-Equipment. Es gibt nochmal so andere Enterprise, das ist dann so ein Stück Hardware als Controller. In dem Fall ist es einfach ein Stück Software,
was das übernimmt und halt etwas kostengünstiger auch. Das heißt, dieses Klebenbleiben an einem Access Point, was ja so, das hat der Clemens, glaube ich, mal beschrieben von der Station in Richtig, ach, das, dadurch, dass der das gibt's doch nicht. Genau, dadurch, dass der Controller alle Geräte kennt und weiß, welche, kann er sie auch halt entsprechend, ich glaube, er schubst sie dann teilweise auch mal in die richtige Richtung, wenn er denkt, okay, die Empfangsstärke ist jetzt auf dem einen zu niedrig, wechseln mal in das andere rein. Also so ist das Grundprinzip. Das heißt, man muss sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, sondern kann das eigentlich so Pi mal Daumen alles ausrichten. Ja. Und wie hast du die jetzt konkret verteilt? Also einer steht hier auf der Bühne? Ja, einer ist hier jetzt auf der Bühne für die draußen Geschichten. Dann habe ich. Welchen Umfang schaffen die? 20 Meter, 30 Meter oder was können die? Ja, also einer würde schon relativ viel schaffen. Das ist, ist halt sehr überlappend. Sie kommen in Fliegen. Also wir haben hier die Twitter-Rallye und da sehen wir sehen Fotos, die will man gar nicht sehen. Entschuldigung, wir sprechen über Bilder. Ja, genau, also das aus, genau, ich habe eigentlich überall, wo ich denke, dass es gut gepasst hat bisher. Aber bisher hat sich noch keiner beschwert, dass er nirgendwo Empfang hat. Morgen kommt noch einer in den Workshop-Raum oben. Und ich glaube, dann ist es auch schon fast gut ausgeleuchtet. Oh, ne? Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ich glaube, damit haben wir in Kurzform das. Oder gibt es irgendeine Besonderheit abrechnungstechnisch? Also wie teuer ist das Ganze für dich? Ja, ich hatte halt jetzt einen Vertrag, wo also, ja gut, kann man den Provider ja nennen. Ist also so ein Telekom-Vertrag, der halt so eine Dayflat hat. Ich hatte es ja eben, glaube ich, schon mal erwähnt, die halt mit 10 Euro am Tag zuschlägt. Aber dann halt wirklich Flatrate ist und keine Limits hat und ja, das sind dann 30 Euro. So eine Veranstaltung eigentlich eine ziemlich ideale Geschichte. Ja, also dieses Tarifmodell ist... Wenn es echte Flatrate ist, die dann nicht noch irgendwo oben anschlägt, ne? Ich glaube, jemand hat mal irgendwo, als das mal in der Freakshow diskutiert wurde, gesagt, er hat da irgendwie mehrere Terabyte drüber geschoben und dann irgendwann hat sich mal die Telekom gefragt, was er denn da treibt, aber das hat sehr lange gedauert, bis da mal irgendwie einer mal nachgefragt hat, weil er wohl so Videogeschichten macht und ständig so viel hochlädt und runterlädt. Aber das war, glaube ich, auch dieser Deluxe-Vertrag. Ich glaube, man kann sich ja, also es gibt ja nochmal so einen Telekom-Vertrag irgendwie für 200 Euro im Monat, wo man dann wirklich Flatrate bekommt über LTE. Ich glaube, das war eher so ein Vertrag, aber das spielt natürlich in der gleichen Liga quasi. Ja. Ansonsten haben wir noch eine Vodafone, um jetzt mal Provider-neutral zu bleiben, ist auch eine Vodafone-LTE-Anbindung, da machen wir das Streaming drüber. Das wird dann wieder nach Blum abgerechnet, aber jetzt über den Studio-Link-Streaming, es sind circa irgendwie 50 bis 100 MB pro Stunde maximal und das lässt sich noch verkraften. Okay, Dankeschön für den kurzen Einblick und dann kommen wir zum nächsten Punkt, den habe ich mitgebracht und zwar... Es gibt den Podcast, jetzt leuchtet es plötzlich. Es leuchtet, was du vorher nicht wollte. Schau mal. Ach, einfach, es leuchtet. Magic. Einfach mal drauf drücken. Ja, guck mal. Muss nur lange genug im Karton liegen. So. Was auch immer. Kennt ihr den Podcast, Was denkst du denn? Sehr schön. So. Ja. Ihr kennt den Podcast, Was denkst du denn? Der wird gemacht von Nora und Rita. Und Rita ist ja per Twitter oder in der Online-Welt nicht zu erreichen. Deswegen habe ich, bin ja auch Entwickler, das ist die Rita Molsberger Twotter-Apparatur. Twotter, das ist, das O steht für Holz, beziehungsweise Wood im Englischen, also es ist also quasi die Möglichkeit, Tweets auf totem Holz zu verfassen. Und ich denke, das ist doch eine schöne Methode, um mit Rita Kontakt aufzunehmen. Und wer immer schon mal den Gedanken hatte, Mensch, der Rita würde ich gerne mal einen Tweet schicken und sie ist aber nicht auf Twitter. Ich lade euch ein, an diesem Wochenende hier auf dieser Twotter-Apparatur, auf der Rita Molsberger Twotter-Apparatur eure Grüße, Gedanken, Fragen oder was auch immer an Rita hinzuschreiben. Diese Rolle ist lang und es gibt auch noch zwei, drei zum Nachfüllen. Wenn sie alle voll sind, werde ich mich selber auf den Weg machen und sie zustellen. Damit habe ich nämlich endlich die Gelegenheit, auch mal mit Rita auf der Gartenbank zu sitzen. Also herzliche Einladung, das zu benutzen.
Okay, ich schreibe ihr mal gerade, ich habe es vorgestellt. Warte mal. So. Habe die ab vorgestellt. Muss aber noch einen Zeitstempel dazu. Komma, Applaus. Applaus. Wer gibt mir gerade mal die Zeit? Freitag, der 11. August, 23:38 Uhr. Warte mal, das, die 0 ist ein O. Genau. 2017. Und die Uhrzeit war? 23:38 Uhr. 23. Doppelpunkt. Wo ist der Doppelpunkt? Wo ist denn der Doppelpunkt? Unten rechts da. Eigentlich. Ne? 38. So. Jetzt mache ich hier ein paar Striche. Dann kann der nächste. Alles klar. Möchtet ihr auch gleich? Ja, ich mache gleich was. Super. Prima. Okay, dann können wir ja. Ich mache RT. Können wir gleich zum nächsten Punkt übergehen und endlich hören. Ich habe retweetet. Warte mal. Er hat RT getippt. Mach aber Menschen-Lol. Erst. Mach aber erst noch einen Trenner durch drei, so. Durch drei Gleichheitszeichen. Ja, ich hätte zwei. Naja, da. Drei. Erst ein Zeilenwechsel. Carriage Return. Achso. An dem Hebel. Achso, jetzt habe ich zwei gemacht. Na egal. Das ist nicht schlimm. Das passt. Das was wird? Ist denn Shift von den beiden? Der steht jetzt auf Caps Lock. Oh. So, du schreist wieder. Drei Gleichheitszeichen, sagtest du ja. Alles klar. Mit Kraft. Mit Kraft. Also. Die Kinder von heute, die Kinder oh, sind mehr. Oh, ich hab's rot gemacht. Ja. Wer hat macht nichts. Was noch meine, ja ersten, meine ersten Fernleihen an der Uni musste ich noch mit Schreibmaschine ausfüllen. Ja, auf diesen länglichen. Das war ein Ding, da musste man irgendwie mit dem Hammer draufhauen, damit die Tasten da unten ging. Also da kriegt man richtig Krämpfe in den Fingern. Also wenn man sich da einmal verschrieben hat, überlegt man, ob man das Buch wirklich braucht. Ach nee. Lass mal, komm. Warte mal, wie das gab dann diese zurück? Formulare, die dann auch die müssen durchgedrückt zurück? Werden. Ja, ja, zwei, so dreifach, genau. Damit. Das war fürchterlich, ja. Also in der Zwischenzeit, Christopher hat gerade geschrieben, dass Luthers Thesen heftiger sind als erwartet und es sei kein Wunder, dass sowas die Reformation ausgelöst hat. Ja. Und wir sehen schon zwei von drei leeren Flaschen. Also, ja. Nicht schlecht, super, super. Es gab ja auch drei Versionen davon. Ich merke gerade, irgendwie verträgt sich das Ding nicht mit Brille, Kopfhörer und... Eben. Ich mache später. Ich bin gerade nicht kreativ. Macht nicht. Ihr könnt es auch abnehmen. Also ich will langsam. Euch ja nicht hier irgendwie, wie sagt man, kasteien. Was vorhin kasteien. Interessant war, Sebastian hat tatsächlich mir gesagt, dass er so eine Maschine in echt noch nie in der Hand gehabt habe. Das sieht man. Wer hat denn schon mal von euch eine mechanische Schreibmaschine bedient? Oh, ja, guck mal, alles Kenner. Alles man Kenner. Kann den Tweet übrigens auch löschen. Ja, ich habe Löschpapier dabei. Ja. Lars will später. Dann stelle ich die einfach hier vorne an den Bühnenrand und das ist also die Aufforderung an euch, wenn ihr Rita Molzberger eine Nachricht schicken wollt, das ist die Gelegenheit Nummer eins. Die bleibt auch noch bis Sonntag hier oder drinnen stehen und man kann immer mal wieder zur Freude der drumherum Sitzenden drauf rumhauen. Okay. Oh! Jemand hat es fotografiert. Hilfe, Hilfe. So, weiter im Text. Jetzt kommt endlich zum Lars. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Während du das sprichst, werde ich mal eben kurz verschwinden. Ja, alles klar. Gut. Ja, Thema, das werden viele, viele sicherlich mitgekriegt haben. Diese Woche war Sendeschluss beim Explikator. Oliver Wunderlich und Ellen Anders, die haben dieses Projekt beendet und ein neues angefangen. Dieses Projekt heißt Morgenradio und der Explikator ist ein kleines bisschen da drin aufgegangen. Also zu finden ist dieses neue Projekt unter morgenradio.de, aber die beiden gehen da einen neuen Weg bei. Das ist ein kostenpflichtiges Angebot, dazu soll es dann tägliche Folgen so unter der Woche geben, die man gegen Bezahlung eben hören kann.
Es gibt aber auch immer 5 kostenlose Folgen und in jeder Woche kommt eine neue kostenlose Folge dazu und dafür fällt die älteste aus dieser Liste von 5 Stück wieder raus. Wie die beiden sich das genau vorstellen und ja, welche Bedenken die eigentlich selber dabei haben, das kann man sehr schön in der letzten Abschiedsfolge des Explikators hören. Es gab ja 4 Abschiedsfolgen und in der letzten davon erzählen sie so ein bisschen ihren eigenen Blick auf das Morgenradio und welche Gedanken die sich machen. Das ist also die Folge vom 9. August. Und wer sich über das Morgenradio an sich noch genauer informieren möchte, der kann am besten bei morgenradio.de sich mal das Infovideo angucken. Und da ist dann schon einiges erklärt. Und ja, schade, dass der Explikator weg ist. Ich habe ihn wirklich sehr gern gehört. Irgendwelche... Ja, wir auch. Ja. Dürft ihr noch bei der Schlussgala mitmachen, wie viele andere auch. Deinen Beitrag noch da rein. Ich weiß nicht, die letzte Folge, wo er dann noch mal kurz erzählt hat, was denn demnächst kommt zusammen mit Ellen, hat man gemerkt, wie nah ihm das gegangen ist. Ganz hat am Schluss, auch gemerkt, ja. Oh, da ist mir echt das Herz geblutet. Ich habe so ein bisschen Kloß im Hals dabei. Vor allem, ich habe ihn ja auch wirklich so quasi auf dem ganzen Weg auch mitbekommen, vom ersten Mal bis auch, lustigerweise war ich mal bei ihm zu Besuch, ausgerechnet dann, als er gerade Ellen kennengelernt hatte. Da hatte er schon den Termin wieder ausgemacht. Sagt, ich will dich jetzt nicht ausladen, aber du müsst jetzt heute Abend doch mal woanders schlafen. Mich zu mir erzählt. Aber jedenfalls, insofern habe ich da echt mitgelitten mit ihm jetzt in der letzten Folge und wünsche ihm natürlich alles Gute, dass das mit dem Morgenradio auch so klappt, wie er sich das vorstellt. Ja. Das ist ja Großes vorgenommen. Ne? Also ich glaube, 5 Euro soll es kosten, habe ich jetzt richtig im Kopf gehabt, für die, wenn man alle haben möchte. 5 Euro in einem Monat. Ja. Das wären dann so ungefähr 21 Folgen. Ja. Und ja, der Explikator, also diese Folgen sind so aufgebaut, dass sie eben weiterhin ein Thema behandeln und darüber unterhalten die beiden sich. Und der Explikator wird also sozusagen so, ist so ein Einschub, wo also über dieses Thema dann einmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Erklärbär kommt und danach unterhalten die sich eben weiter und es gibt auch weiterhin Musik. Also es ist nicht völlig fremd vom Explikator, es ist aber schon ein bisschen anders. Also ich höre mal rein. Auf jeden Fall. Gut, dann mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Thema, weil ich weiß nicht, hast du noch irgendwas dazu? Ich hatte. Also im Sendegate gab es auch eine Diskussion da. Oh, die ist mir neu entgangen. Also. Ja, also um das Nachfolgeprojekt und das Ende des Explikators, ja. Das können wir vielleicht nochmal verlinken. Das packe ich nachher in die Show. Ich habe das jetzt aber auch nur überflogen und nicht weiter verfolgt. Also, da kann man vielleicht auch nochmal ein paar Infos oder so. Ich weiß es nicht. Gut. Der Martin kommt auch gerade zurück. Vielleicht will er noch was dazu sagen. Ah, er braucht noch eine Sekunde. Dann pudert sich das Näschen. Möchtest du noch was zum Explikator sagen? Ja, also Blütenschätze. Ja, im Rahmen der Blütenschätze, das meine ich ja auch, genau. Jetzt habe ich ja nicht gehört, was du gesagt hast. Ja, Abschied Explikator, Neustart Morgenradio, da waren wir. Das ist eine interessante Geschichte. Jetzt sage ich doch noch was dazu. Der Oliver hat ja quasi angefangen zur mehr oder weniger Selbsttherapie, wenn man das so gehört hat. Und das Projekt Selbsttherapie ist jetzt zu Ende und es beginnt was ganz anderes. Ich fand die, um quasi meinen Blütenschatz vorwegzugreifen, also die Verabschiedung war einfach sehr, sehr ergreifend. Also die letzten Worte, die er da gesprochen hat, die sind mir echt in die Seele gefahren. Und man hat wirklich schon auch deutlich, sehr deutlich gemerkt, dass ihm das auch aus tiefster Seele kam. Und ich fand es sehr traurig und ich musste auch mitleiden in dem Moment. Aber irgendwie diese emotionale Dichte, eine, wenn man so will, eine besondere Podcast-Situation. Also in den vielen Folgen, die man so hört, gibt es immer mal so Momente oder wie ich so höre, gibt es Momente, wo ich persönlich sehr ergriffen bin. Plötzlich und manchmal unerwartet, dass ich so, und das war so einer und das fand ich ausgebrochen stark. Und ich kann ihn auch verstehen, dass es ihm schwerfällt, das loszulassen.
Andererseits gibt es natürlich immer für alles irgendwo auch ein Ende. Was gibt es möglicherweise genau das ist der richtige Weg, den sie da gehen? Das weiß man nicht, das muss sich erst zeigen. Und dieses komplette auf Bezahlmodell gehen ist ein Risiko. Ich sehe das auch mit so, es gibt auch Dinge, die dagegen sprechen. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Also ich drücke Ihnen beiden alle Daumen und sage toi toi toi, Explikatorin und Explikator, mal gucken, was draus wird. Okay, haben wir das. Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar hat es vor ein paar Jahren jemand gegeben, der gesagt hat, das Prinzip Podcasten, das habe ich erfunden. Ich habe darauf alle Rechte und jeder Mensch auf dieser Welt, der das Prinzip Podcast anwendet, der ist mir sozusagen zahlungsverpflichtet. Und es hat jetzt inzwischen ein Gericht dazu getagt, gesessen und hat etwas entschieden. Der Lars hat sich das mal genau angeguckt. Ja, das US-Patentamt hat also 2015 schon ein Patent für nichtig erklärt, das eben dieses Podcasting betraf. Und dieses Patent gehörte einer Firma namens Personal Audio. Und die Bezeichnung des Patents lautete System for Disseminating Media Content Representing Episodes in a Serialized Sequence. Also ungefähr sowas wie System zur Verbreitung von Medieninhalten in Episoden in einer Serie oder halt in einer serialisierten Sequenz. Und das klingt schon ziemlich nach Podcasten, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Und im Jahr 2014 hatte also diese Firma Personal Audio Podcaster in Regress genommen. Das macht so Spaß. Ja. einfach trinken und genießen. Ich habe noch einen Schluck Bier getrunken, deswegen, also für alle Audio-Verfolger hier, das war der Grund. Also diese Personal Audio Firma, die hat also Podcaster in Regress genommen, weil die eben angeblich dieses Patent verletzt hätten. Und die EFF, also die Electronic Frontier Foundation, die hat über Crowdfunding finanziert dann eine Überprüfung dieses Patents veranlasst. Und im April 2015 hat, wie gerade schon gesagt, das US-Patentamt, also dieses entschieden, dass die im Patent genannten Vorgänge eben nicht patentierbar sind. Und Daniel Naser von der EFF sagte damals, Podcasting gibt es schon für viele Jahre und es gehört nicht dieser Firma. Und Personal Audio war damit überhaupt nicht einverstanden und dann landete die Sache eben vor dem Berufungsgericht. Und dieses Berufungsgericht, und da kommen wir dann in den aktuellen Teil, hat jetzt am 7. August dieser Berufung eben nicht stattgegeben. Also soweit erstmal gute Nachrichten. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz ausgestanden, vielleicht, denn Personal Audio könnte also noch das oberste Gericht, also das höchste Gericht in den USA ansprechen, nämlich den Supreme Court. Aber die EFF hat gesagt, wir kämpfen da auf jeden Fall weiter. Aber wie das dann jetzt weitergeht oder ob, das steht noch aus. Okay, also gar nicht diese Entwarnung, die ich jetzt gerade wahrgenommen hatte, sondern es ist ein Berufungsgericht hat erstmal gesagt, so, ihr habt Unrecht, eure Berufung ist abgewiesen, das Patentamt hat Recht getan, aber man muss mal gucken, ob Personal Audio da jetzt noch den letzten Schritt zum höchsten Gericht weitergeht oder nicht. Eine ziemlich skurrile Geschichte eigentlich, dass jemand sagen kann, also die Art und Weise, wie ihr, was weiß ich, Audio verbreitet oder wie ihr Briefe schreibt oder so, das gehört mir. Ja gut, das ist ja generell das Problem an diesem amerikanischen Patentsystem, dass das ja nicht wirklich ist. Also das funktioniert ja eigentlich nicht so gut. Mittlerweile die Gerichte sind ja auch total überfordert, was da an, also die beschweren sich ja schon über die massiven Patentklagen, die da immer wieder auftreten und haben keine Zeit für andere Sachen oder sind da total überlastet mit. Und also das ist wirklich ein großes Problem in den USA, wie ich das wahrnehme. Ja gut, aber Überlastung heißt ja vielleicht nur, das wird auf die lange Bank geschoben und das Urteil kommt nicht im nächsten Jahr, sondern erst in 10 Jahren. Aber dass es überhaupt kommen kann, das ist doch das Skurrile eigentlich, finde ich. Ja, also generell das System dahinter ist schon, also das ist nicht, also also auch die Prüfung, ich habe das jetzt nicht im Detail alles drauf, aber es ist schon sehr skurril, was das für Auswüchse annimmt. Ist aber jetzt aber erstmal auf den amerikanischen Raum erstmal bezogen. Ne? Also es hat ja mit dem, also es müsste ja entsprechende Patente hier auch geben, damit es, glaube ich, rechtsfähig ist. Es gibt halt so glaube ich, internationale Geschichten, aber die sind dann auch nochmal extra. Aber deswegen hat es für uns jetzt eigentlich eher weniger Bedeutung, es sei denn, man hat irgendwas im Export oder so damit zu tun, ja. Aber ist jetzt meine Laienmeinung, was ich so davon aufgenommen habe. Kann sein, dass es rechtlich doch nochmal irgendwelche anderen Komplikationen geben können.
Okay. Mirko, hast du das schon mal wahrgenommen gehabt? Überhaupt noch nicht, das höre ich zum ersten Mal. Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll wäre, sozusagen das deutsche Patent dafür mal zu beantragen, einfach um dann zu sichern. Ich würde sehr stark nicht davon, für mich, sondern dass man generell einfach mal sagt. Ich würde sehr stark davon ausgehen, dass das deutsche Patent sagt, dass es Stand der Technik ist und nicht patentierbar. Man müsste es einfach mal prüfen vielleicht, also bevor die nochmal auf die Idee kommen. Ach so, ja. Dass man es einfach mal schriftlich hat, dass es einen Vorgang gibt sozusagen, ne? Es in Aktis non est in actis, non est in mundo. Ja. Wenn man es einfach schriftlich hätte, dann wäre das natürlich schon mal quasi was, wo man dann später mit wedeln kann, falls doch jemand auf die Idee kommt. Ja. Kannst du das für die Nicht-Lateiner nochmal kurz übersetzen? Was nicht in den Akten steht, ist nicht in der Welt. Ah, okay. Also don't fix or it doesn't happen oder so. Ja, ja, genau. So quasi nur mit Dokumenten. Nicht mit Ja, genau. Ja, ja. Es muss also irgendwie belegt sein. Genau. Okay, dann haben wir das durch. Lars, das war der Punkt selber. Das war der Punkt. Dann möchte ich nochmal eben den Mirko fragen, möchtest du nicht vielleicht doch einen Schluck Goldbrand probieren? Es gibt dringenden Bedarf aus dem Publikum. Ja, unbedingt. Dann, dass du vielleicht... Achso, dass ich das trinke. Wir wollen wissen, wie sich deine Stimme danach anhört. Okay. Also Sebastian hat mir erzählt, vor zwei Jahren hat er Goldbrand getrunken. Ja. Und da hat er Erfahrungen gemacht, die er dann nie wiederholen wollte. Selbst, dann hilft weil ich letztes Gott, Jahr habe ich ja mit Gott. Uns... Meine Stimme war so schön, echt? Dass ich das nicht ertrage. Oh Gott. Ich muss morgen noch sprechen. Im Mikro. Wenn du diesmal einen nimmst, klappt es vielleicht. Ich nehme erstmal ganz kleinen Schluck. Muss ja noch Auto fahren. Jeder nur einen Benzig und Schluck. Ich muss doch noch Auto fahren, Leute. Ja, ich habe doch schon hier literweise Bier. Aber bitte nur den Boden. Ein Näpfchen. Danke, das ist eine ein Neige. Ein Näpfchen. Ist es denn wahr? Jetzt trinken wir schon wieder Goldbrand auf der Bühne. Stimmt. Meine Güte. Ja gut, dann das war schön mit euch. Hoch die Gläser. Hoch die Tassen. Tschüss. Es schmeckt noch wie damals. Ja. Also gegen das Einhornbier ist das ja Limonade. Das ist schon lieblich. Ja. Okay, kommen wir weiter. Wie wäre es mit einem Mischgetränk? Ich glaube, das explodiert, wenn ich das zusammenschütte. Das wäre methodisch inkorrekt. Also Udo hat eine... Das geht nur in Saal 3. Ja genau, das geht hier nicht da draußen. Das geht hier nicht draußen. Ja. Ich glaube, Udo hat einen Mix gefunden, der ganz gut schmeckt mit irgendwas, aber ja, das werden wir, glaube ich, morgen erfahren. Bitter Lemon. Obwohl ich hörte, dass auch letztes Jahr Mate mit Goldbrand getrunken wurde. Aus reiner Verzweiflung, genau. Was auch immer. Lass uns diese Themen lieber an andere Podcasts weiter. Der weiche, Geschmack des harmonischen Bouquets zeichnen diese Spirituosen spezialisiert besonders aus. Weich. Okay. Ja, besonders. Total, besonders. Das Bouquet, ja. Komm, lass uns zum Kalender kommen, damit wir ins Bett kommen. Ins Bett. Ins Beet. Lautes Getier hast du da immer. Ja, es geht bei mir auch noch schon wieder weiter. Die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate, wie immer aus dem Sendegate, aus dem Termin-Wiki. Diesmal habe ich den Redaktionsschluss etwas vorgezogen. Das war vorgestern, am 9. August. Wenn also in der Zwischenzeit was passiert ist, dann habe ich das in dieser Liste nicht mehr mit dabei. Los geht's genau wie beim letzten Mal, glaube ich. Nee, letztes Mal hatten wir noch Podstock davor. Aber das ist längst vorbei, das gehört zu den Akten. Das habe ich diesmal. Auch keiner mehr zu. Doch, es gibt noch Tageskarten für morgen. Ich glaube, ich werde gleich. Müde. In 4 Minuten, Minuten ist morgen. Der Shop ist schon zu. Ist schon zu. Ja. Und wenn da jetzt einer morgen früh vor der Tür steht und sagt, ich will hier rein. Ja, dann werden wir eine Lösung finden. Ah. Barzahlung. Abzahlung. Gut, dann also auch am 12. August findet in Sorschied noch das Podstock statt, eine Mischung aus Barcamp, Workshop. Ich bewundere das, super. Also, so flexibel. Und das, was ich sonst immer gesagt habe. Und der ganze Rest. Du kannst ja eine Wetterprognose jetzt doch noch dazu packen. Es wird regnen. Verdammt, Martin, hör auf. Komm, du Schluck Goldbrand, das hilft.
Meine Damen und Herren, der Stream ist aus technischen Gründen. Jetzt lache ich über deinen Lachkrampf und deinen Lachkrampf, das kann ich. Ah, wieso, ist was? Das Stream hat geleckt. Ah, ja. Mein Gott. Ja gut. Jetzt haben wir es also, nochmal. Das, was ich sonst immer sage. Also los geht's dann diesmal mit dem Podcast Meetup München. Das gibt's am 1. September im Sendlinger Augustiner. Beginn ist offiziell um 19.30 Uhr, aber meist kann man schon um 19 Uhr da jemanden antreffen. Geplantes Ende ist da um 23.30 Uhr. Am 5. September gibt's dann ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht auch weiterhin noch nicht fest, die Zeit aber schon. Das findet statt von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Es soll um Audiobearbeitung gehen, aber auch weiterhin sind Vorschläge noch willkommen. Der 13. Potterbler Stammtisch ist dann auch noch. Der ist am 7. September ab 19 Uhr. Und neu eingestiegen in den Veranstaltungskalender ist der zweite Podkölsch Podcast Stammtisch. Das ist eine Bottle Party und die ist im Buchladen Nippes in Köln. Start ist da um 19.30 Uhr. Dann schon mal erwähnt hatte ich auch die digitale Woche Kiel. Die ist vom 16. bis zum 23. September und im Rahmen dieser Veranstaltung geht es mit den Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack auch ums Podcasting. Und am Freitag, also am 22. September, gibt es ab 20 Uhr ein Come Together. Und am nächsten Tag, also am Samstag, da soll dann tagsüber gepodcastet werden. Zum vierten Mal treffen sich dann im September auch die Wissenschaftspodcasterinnen. Das Treffen heißt Ganzohr, das ist diesmal in Innsbruck. Und da gibt es viele, viele Infos und dafür gibt es eine eigene Webseite. Der Link ist allerdings schwer blöd vorzulesen, deswegen den findet man am besten auch im Sendegate wieder. Dann ist der International Podcast Day am 30. September. Der möchte Podcasting weltweit bekannt machen. Und was das alles eigentlich bedeuten soll, wie das funktioniert und wie man da noch mitmachen kann, das erfährt man im Web unter internationalpodcastday.com. Aber bewusst auf den gleichen Tag gelegt, also auch auf den 30. September, wurde das Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg. Das startet um 10 Uhr. Und am 6. Oktober gibt es wieder den Pottruhr-Stammtisch. Der findet wieder statt im Unperfekthaus in Essen und das ab 19 Uhr. Und ich mogel ein kleines bisschen und schaue ganz leicht über die 3 Monate hinaus, nämlich vom 27. bis zum 29. Oktober ist wieder das Subscribe. Das ist eine Konferenz, ein Workshop und ein Community-Treffen für PodcasterInnen, EntwicklerInnen, engagierte HörerInnen, interessierte ForscherInnen und andere aufgeschlossene Menschen, die sich aktiv in die Gestaltung und Zukunft des Podcastings einbringen, sich mit anderen Menschen vernetzen und sich selbst und andere weiterbilden möchten. Dieser Satz wurde nicht fürs Hören geschrieben. Ich wollte sagen, so wie du das immer sagst. Wie letztes Jahr findet das auch statt, dieses Mal in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Webadresse subscribe.de leitet dann auf die richtige Seite weiter und da gibt es jede Menge weitere Infos. Ja, das waren die Veranstaltungen für diesmal. Weitere Links zu den ganzen einzelnen Terminen gibt es im Terminwiki. Alles klar. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Chronistenarbeit. Könnt ihr noch einen beisteuern? Ja, immer her damit. Zwar, jetzt habe ich natürlich das Datum nicht. Lass jetzt die mal. Archomediale, das ist ein bisschen spezielles Themengebiet, aber es sollen dies Jahr, ich glaube, es wird auch letztes Mal, auch Podcasts vorgestellt werden, die mit archäologischen Themen zu tun haben. Ah, cool. Ich erzähle das natürlich nicht ohne Grund. Ich habe auch davor teil, zumindest im September. Hast du es vielleicht gefragt gefunden? Sonst gucke ich selber nochmal nach. Vom 11. bis zum 14. Oktober. Oktober, richtig, genau. Oktober. In Brandenburg. Im Pauli-Kloster? Genau, im Pauli-Kloster, das ist das Landesmuseum dort. Kann man nicht verfehlen, großes Museum und ist also ein übermediales Dingen mit Filmvorführungen. Aber eben auch mit Podcasts, so jedenfalls der Plan. Okay, wunderbar, super. Nehmen wir das mit. Ja, ist in den Shownotes auch, findest du da wieder. Ganz fantastisch. Jetzt kommt normalerweise die Rubrik Setzlinge. Wir haben aber jetzt keine vorbereitet, weil wir gedacht haben, vielleicht hat einer von euch
einen neuen Podcast gesehen, erkannt oder sogar selber in Planung und hat Lust dazu, was zu sagen. Oder wir fragen unseren Gast, was ist mit Märchen von Übermorgens auf sich hat. Ja, die Märchen von Übermorgen. Die ach, warte mal, wir haben einen Trainer. Müssen doch erst noch einen Trainer, ja. Die Vögel zwitschern lassen. Jetzt bin ein ich schon weiter gesprungen. Ja, Entschuldigung. Erstmal ein Zwitschern. Entschuldigung. Goldbrand wirkt. Ich weiß aber nur vom Einatmen anscheinend. Sehr, sehr. Sagt er, habe magische Kräfte. Nee, das war was anderes, ja. So, also hat jemand, wir haben ein fliegendes Mikro. Sonst redet Mirko. Das klingt wie eine Drohung. 5, 4, 3, 2, 1. Es ist deine Redezeit. So. Meine Redezeit. Also ja. Zum einen natürlich die Märchen von übermorgen. Die sind allerdings jetzt nicht ganz so neu. Wir sind jetzt eigentlich kurz vor der 5. Episode. Sagt mir, wenn es falsch liegt. Vielleicht müsste die 5. Episode sein. Ist noch. Steckling. Ist genau, auch okay. Es geht nämlich darum, um die wunderbare, leider viel zu früh beendete Fernsehserie Raumpatrouille Orion. Ach. Podcasten wir jeweils eine Folge. Das heißt, es ist absehbar, wann das Ganze zu Ende ist. Es hat das Ganze nur 7 Episoden. Und wir wollen morgen live am Podcast-Tisch die 5. Episode aufnehmen. Die wird dann hoffentlich dann auch in Kürze zu hören sein. Ich denke, wir suchen allerdings noch, das kann man gleich hier gleich noch aufrufen. Das Bügeleisen. Das Bügeleisen auch, aber das haben wir eigentlich schon gefunden. Wir suchen eigentlich noch eine weibliche Mitpodcasterin, die sich schon irgendwie mit weiblichen Mitpodcasterin ist doppelt gemoppelt. Jedenfalls suchen etwas noch weibliche Unterstützung, weil es auch in dieser Folge doch sehr genderspezifische Fragen geht und da wollten wir uns gerne Unterstützung holen, Sachkundige sozusagen. Wenn sich jemand hier berufen fühlt im Publikum. Das ist aber sehr spannend. Ich glaube, das ist doch sehr antiquiert. Auch das Bild da. Daher dachten wir, das ist eigentlich ganz sinnvoll, dann, dass nicht drei Männer alleine über das Thema reden. Das ja. Vielleicht genau nach hinten losgehen. Und daher würden wir uns gerne ein bisschen Unterstützung dazu holen. Genau. Also da wäre ja jemand, ich könnte ja direkt jemanden so. Ja, ja, wir haben schon gefragt, aber die kennen sich alle nicht mit dem Metier aus. Müssen wir morgen nochmal rumfragen, vielleicht dann in der größeren Runde noch. Ich dachte, das ist eine Serie und gibt es bestimmt auch. Genau, Netflix, Serie ist eigentlich ganz, mit tollen, starken Frauenfiguren. Das kann man binschen. Passenderweise sogar den Bechdel-Test schaffen. Also es gibt auch Frauen, die miteinander reden und nicht über Männer reden. Oder? Ich glaube. Ja, was sein Glauben ist, nicht wissen. Stimmt. Kann aber zur Gewissheit werden. Das ist genau. Aber schöne Überleitung, die wird noch einen anderen Podcast planen. Ja, ich mach das aus der Hüfte. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir schon über den geredet haben. Nein, so meinte ich das jetzt nicht. Achso, über das aus der Hüfte. Ja, genau. Passt ja auch. Zwar den Sekta-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal geredet habt. Sekta, S-E-C-T. Ja, den hatten wir doch. Hatte ich ja schon. Ja, aber bitte raus damit. Ja, was sagst du dazu? Ich glaube, in die 6. Runde jetzt. Wir haben auf der Hinfahrt gerade noch die letzte Folge gehört. Da ging es um die Kirche Satans? Church of Satan. Und zwar der gute Fabian macht da in lockerer Folge immer wieder ein spezielles Thema auf über Sekten, wie der Name schon sagt, und zwar Hornissen. Als Insekten, genau. Ich musste mir den Witz vorhin auch schon denken. Entschuldigung, der liegt danke, so dass nah. Du den gerade kaputt gemacht hast. Das toll. Ja, nee, jedenfalls, die macht das wirklich super. Ist halt, auch vom Fach, ist glaube ich auch Theologe oder Religionswissenschaftler und macht das in einer wirklich sehr charmanten und sehr objektiven Art und Weise, dass man selbst als Atheist, der ich bin, großen Spaß hat, da zuzuhören und sich zu informieren und kann ich nur empfehlen, Sekta-Podcast. Macht jetzt gerade eine Sommerpause, wie ich gehört habe, aber kommt bald wieder und immer wieder mit spannenden Themen. Fiat Lux ist schon dabei gewesen, Zeugen Jehovas werden demnächst kommen und vieles mehr. Also es ist schon sehr, sehr spannend, was sich da der Fabian da gemacht hat. Einen tollen technischen Aufwand mit viel Versuche, Interviews zu führen oder mit Audiomaterial, das er gesammelt hat. Also kann man nur reinhören. Schöne Empfehlung, Dankeschön. Aber wo du gerade sagst, du bist Atheist, also gibt es ja das Etikett Atheist, bist du auch Pazifist? Natürlich.
atheistischer Pazifist. Nein, nein, weil also ich habe Fotos gesehen, die offenbar Travis gemacht hatte in Amerika, wo du stark bewaffnet vor der Standuhr standst. Richtig, ich wollte ja nur, es gibt auch so eins mit dem Motorrad, ja. Ja, ja, das ist das. Ja, der gute Travis hat natürlich auch Schusswaffen, ist selber auch Pazifist, aber das schließt sich da nicht aus. Das schießt sich nicht aus, ja. Schießt sich nicht aus. Und die, oh jetzt werden die langsam können wir sie unter der Tür durchschieben. So. Füße hoch, der Witz kommt flach. So ist es. Naja, wir hatten eine alte Winchester da und wir hatten irgendwie zu viel Alkohol und zu viel Spaß und das hat sich dann solchen Bildern dann niedergeschlagen. Mhm. Genau. Mhm. Zwischenruf aus dem Publikum? Zwischenruf? Kein Zwischenruf. Die reden wird. Achso, das ist jetzt, gibt jetzt schon Metagespräche. Das ist schon interessanter da unten als hier oben. Weil ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass wir so langsam mal. Genau, weitermachen. Bitte weitermachen? Oder gibt es noch welche Sitzlinge? Oh, nee, das war's dann, ne? Nein. Empfehlungen. Habt ihr? Achso. Sitzlinge habe ich diesmal nicht. Wollt ihr? Nein. Nein. Genau. Hat er nicht gerade Sitzlinge gesagt? Ja. Ja, wir sind doch jetzt mal im Blütenschätzen, oder? Nö. Warum nicht? Wir haben doch die Setzlinge durch. Ich habe das Publikum gefragt und dann habe ich ihn doch nach dem Orion-Podcast. Ja, da hast du selber noch von Stecklingen geredet. Ja, Setzlinge, Schrägstrich, Stecklinge. Ja, also waren wir doch da noch. Wir sind auch nicht bei den Blütenschätzen, oder? Na, ich wollte es aber doch jetzt abschließen. Ja? Das mit den Setz- und Stecklingen. Und ich hatte dich so verstanden, dass du schon bei den Blütenschätzen meintest zu sein. An der Schwelle zu den Blütenschätzen. Okay. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Ah. Wird nicht leise. Ich habe schon runtergestellt. Sehr dezent. Blütenschätze sind ja die Dinge, die uns in der letzten Zeit besonders bewegt haben. Das kann eine Podcast-Episode sein, das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Aus dem Podcast-Land würde sich natürlich anbieten, aber natürlich auch irgendwas anderes. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Verabschiedung vom Explikator hatte mich besonders bewegt. Der Lars guckt mich gerade mit schmalen Lippen an. Weil ich habe genau das Gleiche mir rausgesucht als Blütenschatz für dieses Mal. Er hat ja 4 Episoden produziert. Einmal so seine persönlich Best-of der Musik. Dann einmal Rückblick anderer Podcaster auf sein Format und Verabschiedungen und so weiter. Sein persönlicher Rückblick auf den Explikator, sehr viel von diesen Hörspielfolgen. Ja. Und eben am Schluss der eigentliche Abschied und der Ausblick auf das nächste. Und ich fand alle 4 Folgen so toll, dass alle diese 4 Folgen zusammen eben mein Blütenschatz sind. Und wir haben unabhängig voneinander genau beide exakt dasselbe als Blütenschatz gewählt für dieses Mal. Ja. Genau. Habt ihr noch was? Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz oder hat die Potsdok-Vorbereitung dich komplett absorbiert? Ja, ich gucke jetzt noch gerade. Das würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Ich habe tatsächlich, diesmal muss ich passen. Macht doch nichts. Ich war jetzt nochmal gerade am Durchblättern, aber das ist jetzt nichts, was erwähnenswertes wäre. Um einen Spruch von damals abzuwandeln, mehr Mut zu keinem Blütenschatz. Mirko, hast du irgendwas erlebt in der letzten Zeit oder gehört in der letzten Zeit, was dich irgendwie besonders viel bewegt gehört? Hat? Ich muss gerade überlegen, was ich irgendwo Passendes einflechten kann. Also ich habe vorhin schon mein Pulver verschossen. Was ist das Wort? Genau. Ist nass geworden. Ist nass geworden, genau. Mein Hund hat das Pulver gefressen. Aber ich könnte vielleicht noch an dieser Stelle nochmal den Nachgefragt-Podcast pluggen, wo ich tatsächlich neulich, es gibt doch immer diese schönen Momente, wo man sich erinnert, wo man welche Podcasts gehört hat. Kennt ihr sicher auch, ne? Später nochmal irgendwo. Ortsbeziehung. Entweder kommt man nochmal an dem Ort vorbei oder man hört nochmal den Podcast. Und mir ging das so, ich hatte den schönen Podcast von, jetzt fehlt mir der Name gerade. Ganz schlimm, es muss immer so Goldbrand liegen. Die liebe Macherin vom Nachgefragt-Podcast. Ach Mensch, ist ganz schlimm. Die wird mich lünchen. Also ganz, ganz liebe Person, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, verdammt. Dann wird sie ja auch nicht lünchen, sondern auskitzeln, Tode kitzeln. Vermutlich. Aber die hat ein wunderschönes Format aufgemacht, Nachgefragt-Podcast. Da geht es um
skeptische Gedankengänge und sie sucht sich immer entsprechende Experten zum Thema. Und ich hatte dann ihren über die Abnehmstrategien ihre Folge gelesen, während ich gerade im Auto saß und Gummibärchen vor mich hinfutterte. Und ich dachte in dem Moment, verdammt, jetzt ist die aber schon offen, jetzt habe ich das schlechte Gewissen. Das wahrscheinlich auch so ein bisschen Thema bei dem Ganzen war. Und insofern, das fand ich also auch einen sehr lustigen Podcast-Moment. Prima. Wie schön. Dankeschön. Dafür und für deine Mitwirkung hier bei uns in unserem kleinen Sendegarten. Michi Vogt. Ist Michi Vogt. Michi Vogt. Ja. Michi Vogt. Ja. Michi Vogt. Michi Vogt. 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 V-O-T-H. V-O-T-H. Vogt. Michi. So. Notiert. Aber wahrscheinlich hat das der Lars längst schon recherchiert, hat schon den Feed dazu gefunden. Also unser Lucky Luke auf der Tastatur. Keiner schreibt schneller. Schreibt schneller als sein Schatten. Genau, schreibt schneller als sein Klickern. Alles klar. Leute, ich bin durch. Also ich meine mit dem Programm. Aber auch, ja. Auch so, so nach dem Bier und nach dem Goldschlag. Ich hoffe, das Publikum ist trocken geblieben. Seid ihr trocken geblieben? Ja. Super, ich sehe, es geht schon Daumen hoch. Ganz klasse. Super Publikum. Und nochmal einen großen Applaus auch für den lieben Menschen, den ich jetzt leider nicht sehe, der immer hinten die Plane leert, damit nicht der Sturzbach sich auf den Rest... Der Nicht-Regenmacher. Genau. Ja, wir haben gesagt, der Drain-Man. Ja. Drain-Man. Vorhin meinte ja auch jemand, Potsdok würde umbenannt zu Trockendock. Das wäre ja auch schön. Können wir noch mal überlegen, ob wir das irgendwie in den Claim einbauen. Ja, dann sage ich einfach Dankeschön. Ich fange mal an. Dankeschön, Lars. Ja, für danke auch. Mitwirkung und dabei sein und überhaupt Gestaltung und so weiter. Dankeschön, ja. Sebastian. Gerne, ich danke fürs auch. Einrichten fürs... Neustarten und was weiß ich, was du immer auch gemacht hast jetzt zwischendurch. Fürs am Laufen halten. Ja. Einrichten am Laufen halten. Dankeschön, Mirko, für einen spannenden Einblick in die Archäologie und in dein Podcaster schaffen. Hätte noch viel, viel länger sein können, habe ich gemerkt. Also wenn man mal also nah dran jedenfalls. Wie war das noch? Man kommt doch wieder von einem Thema zum nächsten. Also wir hätten noch einiges drin gesteckt. Aber wir wollten ja gerne mit unserem Publikum spielen und das hat ja ganz wunderbar mitgemacht. Deswegen geht ein ganz, ganz großer Dank an diese wunderbaren, unglaublich belastbaren Menschen da unten. Sie haben in der Kälte, in der Feuchtigkeit von Sorschied ausgeharrt. Und es ist, wie Becky sagte, tatsächlich... Der Sendegarten-Fanclub. Das sind die Ultras, genau. Ja, ja. Das sind die Harten, denn nur die Harten kommen in den Garten. Man muss ja auch mal sagen, sonst ist ja Podcast-Format das Schöne. Man kann sich das jederzeit anhören, im Trockenen, auf dem Sofa, wann immer man will. Ja. Und das sind wirklich eingefleischte Fans, wenn die sogar mitten im Regen hier mitten nach Sorschied mitten in uns zurückkommen, um sich uns anzuhören. Also das ist ganz groß. Ich hatte eben schon Tweets gelesen, dass sogar im Haus quasi das Stream gehört wurde. Also für die, echt? Ja. Also die haben sich nach innen verzogen. Ach. Und für einen Stream dann quasi die dort. Trockendocker. Ja, die Trockendocker. Ja, danke alles auch, dass ich da sein durfte. Gerne, hat sehr gerne. Spaß gemacht, gerne schön. Wieder. Dann kommen wir den Rest der Archäologie nochmal. Machen wir, können wir irgendwann machen. Ja, genau. Gut, sehr gut. Ja, ich sehe schon, das Team nickt auch, zumindest zur Hälfte. Ich glaube, Sebastian muss langsam ins Bett. Oder? Du hast so, deine Augen sind so ein bisschen glasig. Ist da noch jemand drin, sozusagen? Ist die Frage, aber war ja nicht wenig Arbeit. Ja. Wir danken aber auch an alle, die jetzt das Ganze mitgehört haben, live zu Hause und später auch in der Konserve. Ja, es wird eine Konserve geben. Und für alle Menschen, die jetzt durch mehr oder weniger Zufall in dieses Format reingeraten sind und sonst den Sendegarten nicht kennen, das gibt es tatsächlich regelmäßig. Wir haben heute eine Sonderfolge gemacht, ein bisschen mehr Spökes machen wir sonst nie. Das ist das immer alles total steif. Das kommt alle 14 Tage, donnerstags abends wird es live aufgezeichnet und ein paar Tage später kommt es dann in die Konserve. Genau. Sebastian, was ist passiert? Nichts, alles gut. Was habe ich falsch, was habe ich gesagt, was dir den Atem raubt? Nichts. Wirklich nicht. Nichts Erwähnenswertes. Alles gut. Ich habe nichts Erwähnenswertes gesagt. Ja. Damit gehe ich ein jetzt schönes hier Schlusswort? Ja, genau. ich wollte sagen, kommt alle gut nach Hause. Nein, kommt alle gut ins Bett oder in den Schlafsack oder wohin auch immer. Und dann
eine weitere schöne Zeit auf Podstock 2017. Ja. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Musik aus, verdammt. Ja, mein Zurück. Ja. Ah, schön. Sebastian, wir haben die 45 Minuten ganz knapp gerissen. Ja, machen wir jetzt noch Pre-Show, Post-Show? Ja, machen wir.